Oh, der erste Kuckuck ruft. Und das bedeutet, ihr Schlümpfe, dass heute der Tag ist, an dem wir das große Frühlingsfest feiern mit Tanzen, Musik und Gedichten. Hurra! Hulti, deine Aufgabe bei diesem schönen Fest ist die wichtigste von allen. Nach unserer Sitte musst du ein besonderes Gedicht an den Frühling schreiben und es bei Sonnenuntergang für uns aufsagen. Du kannst dich auf mich verlassen, Papa Schlumpf. Das wird das beste Gedicht sein, das ich jemals geschrieben habe. Hier ist es, Azrael, das stärkste Zaubermittel, das ich je gebraut habe. Ich glaube, ich nenne es süße Stille. Alles, was wir jetzt brauchen, Azrael, ist ein Opfer. Es funktioniert. Meine süße Stille hat gewirkt. Also los, Schlümpfe. Schnattert noch einmal so laut ihr könnt, damit ich euch besser finden kann. Ist der Frühling wieder da, singen Vögel hell und klar. Ist die Welt im bunten so ein Kleid. Quatsch. Es ist zu schade, aber deine letzten Worte waren nichts als dummes Zeug. Gargamel. Er kann nicht mal mehr um Hilfe schreien. Ich kriege dich. Aua! Verfluchter Kuckuck, jetzt ist uns dieser blaue Wicht entwischt. Also, wenn du mich fragst, ich würde sagen... Da kommt Poeti wie ein geölter Blitzer angerannt. Was ist los mit dir, Poeti? Hast du vielleicht irgendwas verschluckt? Komm, ich helf dir. Na, fühlst du dich jetzt besser? Was soll denn das? Ich glaube, er versucht uns etwas zu sagen. Gargamel! Es gibt nur einen Weg, diesen Zauber zu brechen. Oh, hallo, mein kleiner Freund. Willst du mir ein Liedchen singen? Nein? Ich habe noch nie einen Kuckuck gesehen, der nicht Kuckuck rufen konnte. Papa Schlumpf, was sollen wir machen? Gargamel hat Poetis Stimme verhext. Das hat er sicher mit einem Zauberspruch geschafft. Mach mal deinen Mund auf. Ja, das war Gargamel. Möglicherweise hat er auch dem Kuckuck die Stimme weggezaubert. Armer kleiner Vogel. Nur Mut, Poeti. Gleich habt ihr ein Gegenmittel. Zuerst muss ich herausfinden, welchen Zauberspruch Gargamel benutzt hat. Ach, Papa Schlumpf, wie soll denn Poeti heute Abend sein schönes Gedicht zum Frühlingsfest aufsagen? Keine Angst, meine kleinen Schlümpfe. Ich kenne jemanden, der Poeti helfen kann, sogar ohne seine Stimme zu sprechen. Meine gute Freundin Laconia, die Waldelfe. Sprechen? Ohne seine Stimme? Das ist ganz unmöglich. Ihr werdet bald sehen, dass es tatsächlich möglich ist. Bitte bring diesen Brief zu Laconia, wohnhaft im Elfenheim. Sprechen ohne Stimme? Na, das will ich erst mal sehen. Und dann habe ich gesagt, was glaubst du denn, wer ich bin? Nur ein Schönheitsfleck auf dem Gesicht der Erde? Wem hast du aber die Meinung gesagt? Ja, das hat richtig gesessen. Ach, Beauty, du kannst so lustig. Oh, armer Poeti, er muss sich so verlassen fühlen. Da kommt Laconia. Herzlich willkommen, Laconia. Wir sind so glücklich, dass du endlich da bist. Du bist ja toll. Du bist die schönste Elfe, die ich je gesehen habe. Warum sagt die überhaupt nichts, Papa Schlumpf? Weil sie nicht sprechen kann. Laconia ist stumm. Sie muss sich anders verständlich machen. Und nun passt gut auf. Sie hat einen ganz besonderen Weg gefunden, um mit ihren Freunden zu sprechen. Die Zeichensprache. Auch ein Schlumpf, der nicht sprechen kann, muss sich nicht ausgeschlossen fühlen. Mit der Zeichensprache kann er sich ausdrücken. Denn wer die beherrscht, der kann alles sagen. Wirklich alles? Wenn das so ist, was ist das Zeichen für Schmetterling? Und wie zeigt man einen Vogel? Und wie ist das Zeichen für Kater? Für so ein gemeines Vieh wie Azrael? Oh ja, toll. Das Zeichen sieht haargenau wie Azrael aus. Schlümpfe? Hört mal.
Worte wie Vogel und Katze sind zwar lustig, aber ihr vergesst das allerwichtigste Wort auf der ganzen Welt. Schlumpf! Ja, das kann schon passieren, dass man für besondere Wesen ein neues Zeichen erfinden muss. Toller Kunja! Das ist ein großartiges Zeichen für Schlumpf! Genau, das ist das richtige Zeichen! Und wenn ihr ein Zeichen für einen Schlumpfnamen sucht, dann müsst ihr zuerst die besondere Eigenart finden, die auf diesen Schlumpf zutrifft. Nehmen wir Heftig-Schlumpf zum Beispiel. Toll! Das ist ein Zeichen, das ganz genau zu mir passt! Ich vermute, es wird eine ganze Weile dauern, bis du ein Zeichen für mich gefunden hast. Lacunia sagt, das wird ganz einfach sein. Das hast du gut getroffen. Schlumpf-Torti. Ich hasse es zu fragen. Trotzdem, wie sieht es für Baby Schlumpf aus? Ah ja, jetzt wird es Zeit, dass wir Boetis Gedicht für die Aufführung beim Frühlingsfest übersetzen. Kommt, da hinten setzen wir uns hin. Also, Poeti, du kannst genauso viel Gefühl mit der Zeichensprache ausdrücken wie mit deiner Stimme. Ach, wie gemütlich. Oh. Störe ich etwa bei eurer kleinen lauf, Party? Lauf, Lacunia, lauf! Geschnappt. Na, sowas Hübsches. Wen haben wir denn hier? Bist du eine Freundin der Schlümpfe? Ausgezeichnet. Dann kannst du mir ja sagen, wie ich zu ihrem Dorf komme. Du willst nicht sprechen? Du wirst sprechen, das schwöre ich dir. Ich habe viele Möglichkeiten, dich zu zwingen. Arme Lacunia, komm, wir müssen sie befreien. Wenn wir mit Lacunias Befreiung Erfolg haben wollen, müssen wir uns sehr geschickt an Azrael vorbeischmuggeln. Ah, ein kluger Kuckuck. Schnell, Poeti, zum Fenster. Ja, ja, so ist es. Da ich ein weichherziger, großzügiger Zauberer bin, werde ich, Gargamel, dir die Fähigkeit geben, zu sprechen. Und aus purer Dankbarkeit wirst du mir doch dann sicherlich sagen, wie ich zu dem verdammten Schlumpfdorf gelangen kann. Das ist doch nur fair, oder nicht? Na gut, dann werde ich dich eben zwingen. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange und du wirst deine Meinung ändern müssen, meine süße kleine Freundin. Damit der Zauberspruch wirkt, muss er laut und deutlich ausgesprochen werden. Jetzt oder nie. Eidechsenlippen, Gänsegefieder. Wartet, ich erwische ihn, du mieser kleiner Schlumpf. Jetzt weißt du auch, Gargamel, wie man sich ohne Stimme fühlt. Bleib stehen! Wenn du uns Schaden zufügst, Gargamel, wird niemand die Zauberformel aufsagen können. Und auch du kannst da nie mehr sprechen. Lass Lacunia frei, dann werde ich die Zauberformel aufsagen. Gut, und jetzt kommt alle her zu mir. Auch du, kleiner Vogel. Eidechsenlippen, Gänsegefieder, Poeti hat seine Stimme wieder. Ich kann sprechen. Auch der Kuckuck singt jetzt wieder seine Lieder. Eidechsenlippen, Gänsegefieder, sogar Gargamel hat seine Stimme jetzt wieder. Und nun zu deiner Stimme, Lacunia. Eine Katze? Wo? Es ist alles vernichtet. Nun wird Lacunia niemals sprechen können. Dafür aber ich. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingsbefehle. Schnapp sie dir, Azrael! Los, komm! Diesmal werdet ihr mir nicht entkommen und ich verspreche euch, dass niemand mehr auch nur ein Wörtchen von euch zu hören bekommt. Euch zu fangen ist jetzt nur noch ein Kinderspiel. Wenn man seinen Spaß haben will, muss man nur Gargamel zuschauen. Lacunia, ich kann dir nicht genug danken, dass du mein Leben gerettet hast.
Ich wünschte nur, wir hätten noch die Zeit gehabt, auch dir deine Stimme zu geben. Das tut uns allen furchtbar leid, Laconia. Laconia sagt, wir sollen nicht traurig sein. Sie ist glücklich, so wie sie ist. Wir wollen Poetieren! Danke, vielen Dank. Ich werde mein Gedicht an den Frühling aufsagen in Schlumpf und auch in Zeichensprache. Oh. Psst, aber Poeti, du brauchst doch gar keine Zeichensprache mehr, jetzt, wo du deine Stimme wieder hast. Ich weiß, aber ich bin besonders stolz, dass ich auch die Zeichensprache kann. Ist der Frühling wieder da? Singen Vögel hell und klar. Ist die Welt im bunten Kleid, werden alle Herzen weit. Doch werd ich stumm, denk ich daran, was ein Lächeln sagen kann. Euer Schlumpf schrieb sein Gedicht aus vollem Herzen. Ja! Bravo! Bravo! Laconia, wie sagst du, ich liebe dich in Zeichensprache? Danke. Und ich liebe dich auch. Es wird schon hell. Ich mache mich besser auf den Weg. Falls das passiert, dann passiert es bei Sonnenaufgang. Da geht er wieder. Ja, und er sieht besorgt aus. Seit einer Woche schleicht er sich jeden Morgen so davon. Papa Schlumpf schleicht sich nicht davon, Schlaubi, aber wir folgen ihm trotzdem. Ja, vielleicht können wir ihm helfen. Heute müsste dieser Tag sein. Es muss der Tag sein. Kommt, da geht er. Ich grüße dich, Palador. Ich habe das Gefühl, heute ist der entscheidende Tag. Sehe ich richtig? Er spricht mit einem Felsbrocken. Tatsächlich, sieht so aus. Nichts, was Papa Schlumpf tut, sollte für uns merkwürdig sein. Ich habe mal gehört, wie er eine Trauerweide aufheitern wollte. Der Felsen, er verwandelt sich in ein Monster! Pass auf, Papa Schlumpf, pass auf! Nicht so wild, wenn ich bitten darf. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Der Felsen, den ihr seht, das ist mein langjähriger Freund Palador. In meiner Jugendzeit war ich sein Zauberlehrling. Und heute zeigt er sich, um mir eine wichtige Botschaft zu überbringen. Sei auf der Hut, gib besonders gut Acht. Die Druiden kommen zuhauf heute Nacht. Du löse das Rätsel beim Altar des Lichts. Wenn du es schaffst, wird die Gefahr zum Nichts. Papa Schlumpf hat schon oft mit Felsen gesprochen, aber zum ersten Mal sehe und höre ich, dass ihm einer antwortet. Was bedeutet das, Papa Schlumpf? Ich bin mir nicht sicher, Henry. Und was ist ein Druide, Papa Schlumpf? Es heißt Druide, Clumsy. Druiden waren böse Zauberer, die vor langer Zeit hier auf einem Berg lebten und den ganzen Wald überblickten. Und die Druiden waren es, die Palador und seine guten Leute gezwungen haben zu verschwinden. Palador sprach vom Altar des Lichts. Ja, wir sollen genau dort das Rätsel aufdecken. Er muss den alten Steinaltar im Hemlocktal meinen. Handy, hol mit Heft die Schaufeln, wir treffen uns dort. Beeilt euch, meine Freunde. Und vergesst nicht, das Rätsel muss gelöst sein, bevor der Mond aufgeht. Habt Geduld, meine Brüder. Heute Nacht werden wir alle endlich wieder frei sein. Frei von dem verfluchten Zauberspruch des Palador. Frei, um wieder über den ganzen Wald zu herrschen. Wonach suchen wir eigentlich, Papa Schlumpf? Ich weiß es auch nicht genau. Also, meiner Meinung nach lässt heutzutage kein moderner Zauberer mehr Rätsel raten. Und ich befürchte, dass wir diese schwere Arbeit ganz und gar umsonst machen. Ich habe etwas gefunden. Oh, da habe ich mich aber gründlich vertan. Ich glaube, es gehört wirklich Größe dazu, wenn man seine Fehler ganz einfach zugibt. Palador glaubt, dass uns sein Zauber auf ewig in der Rinde des alten Baumes halten könnte. Er hat meine Brüder dorthin verbannt, nur weil ich ihn im Felsen eingeschlossen habe. Er hat keinen Sinn für Humor, aber ich bin ihm überlegen. Hier auf unserem geheiligten Berggipfel liegt das Geheimnis unserer Befreiung versteckt. Und wehe allen Kreaturen, die versuchen, sich unserer Befreiung entgegenzustellen. Sieg! Sieg! Sieg!
Es ist eine Zeitkapsel. Sie. So ist es gut, meine kleinen Schlümpfe. Handy, bitte öffne die Kapsel. Mit dem Stemmeisen werde ich das schon schaffen. Handy, lass mich es versuchen. Oh, ich bin viel stärker, als ich dachte. Da Paladur ein Zauberer ist, öffnet sich die Kapsel vielleicht durch Zauberei. Wir müssen sie ins Dorf tragen. Ich brauche meine Bücher. Steinkammern, öffnet euch! Ah, das ist es, das Mondstein-Amulett. Damit werde ich Paladurs Zauberkraft, die meine Brüder verbannt hat, für immer brechen. Ich habe es, liebe Freunde, das Mondstein-Amulett. Heute Nacht, wenn der Mond über dem Druidenberg aufgeht, wird dieses Amulett die Mondstrahlen verstärken und Paladurs Zauber wird dadurch seine Kraft verlieren. Alle Druiden werden frei sein. Frei, unsere Macht wieder zu erlangen. Frei, das Land zu durchstreifen. Morgen um diese Zeit wird der Wald mein sein. Ich meine, der Wald wird wieder uns gehören. Papa Schlumpf sagt, es ist eine Zeitkapsel. Alte Völker legten ein paar Dinge hinein, damit die Zukünftigen, das sind wir, daraus schließen können, wie das Leben damals war. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. Wenn du mich fragst, alles, was so alt ist, kann unmöglich etwas wert sein. Vielen Dank, Schlaubi. Diese Zeitkapsel ist sogar noch jünger als ich. Oh, wie peinlich. Tut mir leid, Papa Schlumpf. Mal sehen, ob ich sie öffnen kann. Hier ist der Saft, um zu brechen deine Zauberkraft. Damit geht's nicht. Öffne dich, 1, 2, 3. Die Schale wird knacken und der Spuk ist vorbei. Nein, damit hat's auch nicht geklappt. Hast du noch ein Zaubermittel? Paladur hat die Kapsel für jeden Zauber undurchdringbar gemacht. So kann auch kein Druide sie öffnen. Aber Paladur wollte doch, dass du sie öffnest. Das stimmt, Handy. Hier steht es ganz deutlich. Wenn Papa Schlumpf öffnet das Riesenei, ist auch bald die Zeit der Druiden vorbei. Das ist ja komisch. Ist das das Zeichen für Papa Schlumpf? Ja, Clumsy, ich... Du hast es geschafft, Clumsy. Geschafft? Oh ja, ich hab's geschafft. Sieh mal da, was für merkwürdige Dinge. Oh. Ach, es ist ein alter Spiegel. Ich hätte nie gedacht, dass ich so uralt aussehen kann. Hier ist eine alte Steinaxt. Nicht nur alt, sie stammt bestimmt aus der Steinzeit. Und sieh mal, Papa Schlumpf, hier ist eine alte Steintafel. Ja, und Paladors Rätsel ist darauf eingraviert. Spannend! Kannst du das lesen, was da steht? Da steht Gagu-Gi-Gagu-Gagu. Gagu-Gi-Gagu-Gagu. Ach, du meine Güte, sowas hab ich ja noch nie gehört. Das ist Babysprache. Das Rätsel ist in Babysprache geschrieben. Sehr erstaunlich. Gagu-Gi-Gagu-Gagu. Natürlich! Paladur wollte für alle Fälle verhindern, dass die Druiden das Rätsel lesen können. Aber wir können es auch nicht lesen. Ich habe so ein Gefühl, dass Babyschlumpf uns da helfen kann. Du musst stoppen des Druiden handeln. Nie wieder darf ein Druide auf der Erde wandeln. Tatsächlich, du hattest recht, Papa Schlumpf. Mit 3 Steinen könnt ihr euch der Druiden erwehren. Mit einem Bündel von Zweigen könnt ihr eure Kraft vermehren. Bravo, unser Baby hat's geschafft. Kommt, ich muss meine Bücher über die Druiden studieren. Mir ist was Tolles eingefallen. Was denn, Schlumpfi? Wir bauen auch eine Zeitkapsel, damit zukünftige Schlümpfe über uns was erfahren. Oh nein, warum hab ich nicht daran gedacht? Ich könnte sie in ein paar Stunden bauen. Und jeder darf was hineinlegen. Das ist die beste Idee, die du jemals gehabt hast. Wir können der Zukunft zeigen, wie klug ich war. Wie klug wir waren, wollte ich sagen. Ich bin einverstanden. Auf was warten wir noch? Also los, fangen wir an. Ja! 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 Mit 3 Steinen könnt ihr euch der Druiden erwehren. Ah, hier ist es. Gemäß dem Rätsel suchen wir nach 3 Steinen. Ich bin sicher, einer der erwähnten Steine ist der Obelisk auf dem Druidenberg. Der 2. Stein muss das legendäre Mondstein-Amulett sein. Ein Zauberstein, der von den Druiden erschaffen wurde. Aber was könnte der 3. Stein sein? Wo sollen wir den nur suchen? Oh je, mit den Druiden wird man wohl nicht so leicht fertig. Trotzdem, wie sehen die eigentlich aus?
Oh, wie gruselig. Ich hätte besser nicht fragen sollen. Wie dem auch sei, wir werden ihnen gegenüberstehen. Was müssen wir zuerst tun, Papa Schlumpf? Erinnerst du dich? Er sprach von einem Bündel von Zweigen. Du und Clumsy, ihr sammelt die Zweige. Ich hoffe, bis dahin weiß ich, wo wir den dritten Stein suchen müssen. Wir sind schon unterwegs, Papa Schlumpf. Ja. Ja, Baby, das ist mit Sicherheit die schwierigste Herausforderung, der ich jemals gegenüber gestanden habe. Palador hat dieses Rätsel absichtlich so schwer gemacht, damit die Druiden es niemals lösen können. Ich kann nur hoffen, dass dieses Rätsel nicht auch für mich zu schwer zu lösen ist. Ich mag gar nicht daran denken, was uns erwartet, falls ich es nicht schaffen sollte. Gebaut. Ja, sie wird 10.000 Jahre halten. Ich werde einen Werkzeugkasten hineinlegen, damit man später sehen kann, womit ich so eine Kapsel gebaut habe. Ich werde meine Meisterwerk mal mit wachbarer Augenblick hineinlegen, damit man in der Zukunft sehen kann, wie kreativ wir waren. Ich hatte eigentlich vor, einen Spiegel hineinzulegen, aber darin wird die Zukunft nur ihr eigenes Gesicht sehen können. Und keiner wird erfahren, wie schön ich einmal war. Ich habe eine Idee, Beauty Monami. Ich lege ein anderes Meisterwerk hinein. Ich mal ein Bild von dir. Ein Gemälde von mir? Das ist zu schön, um wahr zu sein. Allons, mon ami, wir müssen sofort anfangen. Aber Toulouse, ich sehe heute gar nicht gut aus. Keine Sorge, mon ami. Durch meinen Pinselstrich wirst du erst schön. Ich ruhe mich besser aus für diese Nacht. Das Sonnenlicht will ich sowieso nicht sehen. Schließlich sind wir Druiden-Nachtwesen, nicht wahr, meine Brüder? Da ist ja ein Druide. Aber wenn der aufgehende Mond unser Mondstein-Amulett streift, dann werdet ihr frei sein, meine Brüder. Und dadurch wird auch Palladors Zauber gebrochen sein. Die Druiden werden die ewige Finsternis erschaffen. Ach, Tageslicht deprimiert mich immer. Aber nach dieser Nacht wird es einen Morgen nicht mehr geben. Nur rabenschwarze Nacht. Das wird ein herrliches Leben. Bald ist es soweit. Da ist ja das Mondstein-Amulett, das wir brauchen. Oh, ich krieg ganz weiche Knie. Ich glaube, mir wird jetzt schlecht. Clumsy, du musst lernen, Initiative zu zeigen. Muss ich? Also gut, was heißt denn das? Nur Mut. Wir schnappen uns den Mondstein und bringen ihn zu Papa Schlumpf. Ich habe befürchtet, dass es sowas Ähnliches bedeuten würde. Komm jetzt. Eins, zwei, drei, Ziel! Komm mit! Geht der Mond auf. Das Amulett wird seine Strahlen bündeln und mit dieser Kraft werde ich meine Freunde befreien. Was? Es ist weg. Die Diebe haben eine Spur hinterlassen. Mein magischer Stab kann ihnen überall hin folgen. Wer auch immer meinen Mondstein gestohlen hat, wird es teuer bezahlen. Ich werde eine von meinen Trompeten hineinlegen. Gute Idee. All deine Trompeten hineinzulegen wäre die beste Idee. Ich werde eins von meinen Kuschelkissen da hineinlegen. Ja. In Ordnung, Fauli, nun geh schon. Ich spendiere mein Lieblingsgedicht. Das habe ich von dir auch erwartet. Dein Gedicht scheint ein bisschen lang geraten zu sein. Du kritisierst, ohne es überhaupt gelesen zu haben. Das Problem ist doch nur, wir haben nicht genug Platz in der Kapsel. Mach es halb so lang, dann ist es gut. Bitte, wie du willst, aber die Nachwelt wird von unserer Sprache einen merkwürdigen Eindruck gewinnen. Ich sage dir, Beauty, es ist ein perfektes Ebenbild. Nein, das ist es nicht. Meine Nase ist zu groß, meine Augen haben nicht die richtige Farbe, aber das Schlimmste ist, es ist nicht meine Schokoladenseite. Tja, dann eben nicht. Immerhin habe ich noch den wichtigsten Teil meines Meisterwerkes, meine Unterschrift. Voilà.
Bitte, Schlaubi, wir haben nicht mehr so viel Platz. Du kannst dich freuen, wenn wir ein Buch von dir noch unterkriegen. Damit wäre der Fall klar. Alles muss wieder aus der Kapsel raus, um Platz für meine Bücher zu machen. Wie jeder Schlumpf weiß, sind die kompletten Werke von Schlaubi Schlumpf die genaueste Information über die Schlumpfkultur. Huja, Mace, mein Meisterwerk ist das beste Beispiel für die hohe Schlumpfkultur. Nein, nein. Nur durch die Poesie wird die Zukunft sich überhaupt Schlümpfe vorstellen können. Bitte, bitte, meine kleinen Schlümpfe, Ruhe! Ich komme bei dem Geschrei überhaupt nicht zum Nachdenken. Entschuldige, Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Jetzt geht das Geschrei auf der anderen Seite weiter. Hallo, Clumsy, Hefty! Wir haben den Berühmten gefunden und ihm seinen magischen Mondstein weggenommen. Er ist unter einem Baum eingeschlafen. Der Stein ist so schwer. Ich dachte, wir würden das niemals schaffen. Ich bin sehr stolz auf euch beide. Und ich habe einen Teil des Rätsels gelöst. Wirklich? Habt ihr auch die Zweige mitgebracht? Aber natürlich, Papa Schlumpf. Bitte. Hier, Hefty. Kannst du diesen einen Zweig zerbrechen? Das ist ja für mich ein Kinderspiel. Mit Leichtigkeit. Und jetzt versucht das ganze Bündel auf einmal durchzubrechen. Aber klar. Das kann doch nicht wahr sein. Ich schaff das einfach nicht. Das wollte uns das Rätsel sagen. Ein Zweig alleine ist zu schwach. Stark sind sie nur in einem Bündel. Wenn wir zusammenhalten wie diese Zweige, dann können wir jedes Problem lösen und jeden Feind besiegen. Man nennt das Einigkeit, meine kleinen Schlümpfe. Wir sind alle wie Zweige in einem Bündel. Ich mag es, wenn er so redet. Nur wenn wir einig sind, können wir Schlümpfe überleben. Ja, Papa Schlumpf! Wir müssen sofort damit anfangen. Achtung, dort kommt der Druide. Oh. Ich hätte es wissen müssen, dass Balladors alter Freund Papa Schlumpf an dem Diebstahl meines Mondsteins beteiligt war. Jetzt werden wir alle dafür bezahlen. Schnell, meine kleinen Schlümpfe, rollt das Katapult raus. Hefty, leg das Amulett auf das Katapult. Meinst du das im Ernst? Schnell! Das ist unsere Chance. Feuer! Also gut, Papa Schlumpf, ich muss das Amulett wiederfinden. Offensichtlich weißt du, dass meine Macht von diesem Stein abhängt. Noch ehe der Vollmond eine Stunde alt ist, bin ich zurück. Ah, das war aber knapp. Aber Papa Schlumpf, warum hast du es ihm zurückgegeben? Das ist jetzt nicht wichtig. Nur der dritte Stein im Rätsel nimmt uns jetzt weiter. Der Stein, der die anderen Druiden vom Ausbruch abhält. Papa Schlumpf, dieser Spiegelstein, den Palador in der Kapsel gelassen hat, funktioniert überhaupt nicht. Darin sehe ich aus wie eine Schleiereule. Vielleicht ist das ja gar kein Spiegel. Alle Sachen in Palladors Zeitkapsel waren sehr primitiv. Also wurden sie auch schon so für Palador hinterlassen, wie er sie für mich hinterließ. Gute Zauberer müssen schon seit Ewigkeiten gegen die Druiden gekämpft haben. Dann glaubst du also, dass der Spiegelstein den Ausbruch der Druiden verhindert? Das scheint der Fall zu sein. Wir haben nicht mehr viel Zeit bis zum Sonnenuntergang. Ich brauche noch ein paar Zaubersprüche. Fami, Tulusi, Schlumpfine, such Lianen, die wir als Seile verwenden. Andy, du wirst sie abschneiden. Dazu brauche ich Palladors Axt. Gut. Hefty und Clumsy, ihr führt uns zum Eichbaum des Druiden. Schlaubi, du bleibst beim Baby. Ja, Papa Ich soll beim Baby bleiben? Ich wollte euch gerade meine Vorschläge unterbreiten, aber nein, nein! Alles ist bereit, meine Brüder. Ihr werdet frei sein. Das ist so sicher, wie der Mond heute Nacht aufgehen wird. Da Palador und seine Leute noch immer im Felsen eingeschlossen sind, steht unserer absoluten Herrschaft nichts mehr im Wege. Und mit diesem kleinen blauen Zauberer werde ich mit Leichtigkeit fertig. Ihr wisst alle, was zu tun ist. Wartet, bis ich seine ganze Aufmerksamkeit habe. Mich nur ums Baby kümmern. Gott, wie absurd. Wie kann Papa Schlumpf nur glauben, dass die größte Schlacht der Schlümpfe ohne den großartigen Strategen Schlaubi Schlumpf geschlagen werden könnte? Mach dich bereit, Druide! Was? Ich fordere dich zu einer Zauberschlacht heraus. Es wird mir ein Vergnügen sein, aber dein Untergang! Oh nein, da kann ich gar nicht hinsehen! Bereite dich auf deinen Untergang vor, Papa Schlumpf. Merkwürdig.
willst du, du kleines blaues Biest? Beeilt euch, der Mond geht schon auf. Mach schneller, Handy. Ich glaube, Papa Schlumpf verliert und der Mond ist dann voll zu sehen. Was ist da los? Wie furchtbar, es hat nicht geklappt. Ich habe mich geirrt. Der Spiegelstein ist also doch nicht der dritte Stein. Ein netter Versuch, Papa Schlumpf, aber ich befürchte, es war auch dein letzter. Das war nicht gerade klug von mir, mich hier zu verstecken. Lauf, Papa Schlumpf, lauf! Mit deinem kurzen Stummelbeinchen hast du keine Chance zu entkommen. Mit einem Haps hat er dich verschluckt. Guter Hund hier, pass auf. Na, möchtest du das Stöckchen holen? Na, lauf schon, los! Hast mich schon wieder überlistet, Papa Schlumpf. Aber jetzt wird es ernst, dieses Mal werde ich... Hä? Wo steckt er denn schon wieder? Ich war mir so sicher, dass Palador den dritten Zauberstein in der Zeitkapsel gelassen hat. Der Stein in der alten Axt, das ist der Zauberstein, der uns rettet, ja? Kleine Schlümpfe. Jetzt sind wir von den Druiden befreit. Schlumpf sei Dank, dass sowas nur alle 500 Jahre auf uns zukommt. Wie haben wir das nur geschafft? Wir haben es geschafft, weil wir zusammengehalten haben. Einigkeit hat uns alle stark gemacht. Ich bin stolz auf euch. Das ist genau das, was ich noch sagen wollte. Jawohl. Gehen wir nach Haus. Also, ihr Schlümpfe, diese Weihnacht wird ein ganz besonderes Fest werden. Denn dieses Jahr ist Babyschlumpf bei uns. Yeah! Lasst uns mit den Vorbereitungen anfangen, damit sein Fest wird, das Babyschlumpf nie vergisst. Das ist nämlich so. Einmal im Jahr feiern wir das Fest des Schenkens. Wir feiern mit Musik... Was ist denn los? Alle außer mir sind total verstimmt. Und wir feiern mit Süßigkeiten. Hier, ihr beiden könnt mir helfen, Schlumpfbärbonbons zu machen. Du ziehst und ich gebe dir Anweisungen. Auf geht's, Clumsy. Zieh nach rechts. Jetzt nach links. Und nach oben. Jetzt zur Seite. Hinter deinen Rücken. Nein, 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 du machst wieder alles falsch. Lass mich mal. Ups. Papa Schlumpf! Wir feiern mit Mistelzweigen, die wir aus unserer großen Eiche holen. Hier ist noch einer. Das langt, Handy. Und unter Mistelzweigen küssen wir uns. Oh. Ich hasse Küssen. Und wir dekorieren auch unser Dorf mit diesen Mistelzweigen. Das ist aber noch nicht alles, was wir dekorieren, Papa Schlumpf. Diese roten und grünen Windeln werden Baby erst richtig in Festtagsstimmung versetzen. Ich habe genug fürs ganze Jahr geschneidert. Ach, was für eine schöne Jahreszeit. Die ganze Welt scheint voller Liebe und Freude zu sein. Dieses Jahr wird der gute alte Nikolaus uns sicher unseren Wunsch erfüllen, Azrael. Es wird Zeit, dass er mal auf einen meiner Briefe reagiert. Lieber Nikolaus, dieses Jahr war ich außerordentlich brav. Zu Weihnachten wünsche ich mir einen Schlumpfe. Aber da ich ja besonders brav war, könnten es auch sechs sein. Herzliche Grüße, dein lieber Gargamel. Ja, ich weiß selber, dass ich jedes Jahr denselben Brief schreibe, Azrael. Aber irgendwann muss er ja mal darauf reagieren. Man muss nur beharrlich sein.
Da schau her. Jedes Jahr um diese Zeit bekomme ich so ein winziges Paket und jedes Mal explodiert es. Gut, aber dieses Jahr werde ich nicht darauf hereinfallen. Au, mein Hühnerauge, mein Hühnerauge. Oh, diese Schlümpfe. Bitte, lieber Nikolaus, bring mir dieses Jahr endlich Schlümpfe. Bitte, lieber Nikolaus, bitte, bitte. Ach, Nikolaus, Nikolaus, wenn ich den Namen bloß höre, wird mir übel. Jedes Jahr zu Weihnachten verbreitet er den Gedanken des Schenkens über das ganze Königreich. Und Schenken ist ein Akt der Liebe. Oh, wie ich die Liebe hasse. Nun, lieber Nikolaus, diese Weihnacht habe ich auch ein besonderes Geschenk für dich, den Kuss des Hasses. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Junge, 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 jedes Jahr wird meine Liste der Kinder länger und länger. Dies Jahr muss ich doppelt so viel Spielzeug liefern wie letztes Jahr. Naja, dann gibt's auch doppelt so viel frohe Gesichter. Nanu, was haben wir denn hier? Ein Hündchen. Oh, du bist sicher ganz erfroren und hungrig. Ja, bei mir bist du gut aufgehoben, mein Kleiner. Mach dir keine Sorgen, Mutti. Ich werde dich schon pflegen. Oh, Erik, ich wünschte, du könntest eine schöne Weihnacht haben wie deine Freunde. Mit einem leckeren Weihnachtsessen und Geschenken. Stattdessen haben wir nur ein Stückchen Brot. Aber wir haben doch uns. Und das ist das Einzige, was zählt. Du musst jetzt ein bisschen schlafen. Lieber Nikolaus, wie geht es dir? Ich war, glaube ich, sehr brav dieses Jahr. Ich möchte nichts für mich selbst zu Weihnachten. Aber bitte lass meine Mutter wieder gesund werden. Liebe Grüße, Erik Norden. Ach, lieber Nikolaus. Du wirst dich sicher über mein Geschenk freuen. Schaut mal dort! Das ist Chlorhydris! Ho, ho! Mistelzweige, da oben. Ja, gnädige Frau. Ich brauche nicht viel. Eine einzige kleine Mistel reicht für einen Kuss. Ich denke, der liebe Nikolaus ist wohl der Letzte, der mit einer alten Weihnachtstradition bricht. Ist das genug, gnädige Frau? Hervorragend. Was will denn Chlorhydris mit dem Mistelzweig? Er ist doch das Symbol der Liebe, das, was sie am meisten hasst. Chateaubriand, sie führt was im Schilde. Komm, das müssen wir untersuchen. Ich hasse Untersuchungen. Fahr los, Reeves! Noch ein Haufen Briefe von Kindern. Och, ich muss eine Schar von Elfen haben, die mir helfen. Lieber Nikolaus, dieses Jahr war ich außerordentlich brav. Zu Weihnachten wünsche ich mir einen Schlumpf. Dieser Gargamel. Jedes Jahr bittet er um einen Schlumpf und ich habe nicht die geringste Ahnung, was er wohl damit meinen könnte. Ein merkwürdiges kleines Jungchen. Wirklich sehr merkwürdig. Guten Abend, gute Frau. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Ich bin eure neue Nachbarin und ich wollte Ihnen eine Festtagsüberraschung bereiten. Wie nett von Ihnen, gute Frau. Ich liebe Überraschungen. Wer ist das, Papa Schlumpf? Tja, das ist der Nikolaus. Der ist es, der den Kindern zu Weihnachten Geschenke bringt. Aber ich verstehe nicht, wieso Chlorhydris ihn besuchen kommt. Auch Ihnen frohe Weihnacht. Das wünsche ich Ihnen auch, gute Frau. Weihnachten? Was hab ich denn mit diesem blöden Fest am Hut? Ja. Ja. Raus mit dir! Bettel gefälligst woanders, du Töle! Es hat funktioniert. Der Hasskuss hat gewirkt. Bring mich nach Hause, Reeves, Beeilung! Dies Jahr wird es keine Geschenke für die Kinder geben. Überhaupt niemals mehr. Einen backe ich, einen brate ich, einen werd ich kalt servieren. Einen koch ich, einen toast ich und einen werde ich frittieren.
Oh, Azrael, ich habe entschieden, dass Weihnachten meine Lieblingsjahreszeit ist. Denn diese Weihnacht werde ich garantiert 6 Schlümpfe bekommen. Einen back ich, einen brat ich, einen werde ich kalt servieren. Ihr Kinder, kommet doch rein. Ja, haut ab, ihr Rotznasen! Dämliche, plärrende Belger. Einen back ich, einen brat ich, einen werde ich kalt servieren. Wenn ein Mistelzweig verwelkt und verbrannt ist, dann bedeutet das, dass ein Kuss böse gemeint war. Du meinst, Chlorhydris Kuss hat den Nikolaus in einen Bösewicht verwandelt. Ja, ich fürchte, so ist es, Handy. Och, dies arme kleine Hündchen. Wie konnte der Nikolaus nur so grausam sein? Tja, offensichtlich hat der Kuss von Chlorhydris die Liebe im Nikolaus getötet. Er war doch so ein netter Mann. Kannst du ihm seine Liebe nicht wiedergeben, Papa Schlumpf? Nein, Zwirni, das kann ich nicht. Liebe muss von innen kommen. Aus seinem eigenen Herzen. Ach, ich glaube, ich werde Weihnachten durchschlafen und den ganzen Quatsch vergessen. Wir werden jetzt das Spielzeug fertig machen. Und wer bringt's den Kindern? Tja, meine lieben Schlümpfe, wäret ihr bereit, den Feiertag zu opfern, um die Arbeit vom Nikolaus zu Ende zu führen? Aber ja doch! Wir werden nicht zulassen, dass Chlorhydris irgendjemanden das Weihnachtsfest verdirbt. Macht schnell, meine kleinen Schlümpfe, aber seid leise, damit ihr den Nikolaus nicht aufweckt. Wir helfen dem armen Nikolaus, da er zu müde ist. Wir bringen euch Kindern Geschenke ins Haus, dass ihr zum Fest nichts vermisst. Ein Schaukelpferd wünscht sich der Hauke. Und Freddy natürlich eine Pauke. Kathi möchte eine Puppe, die spricht. Ich hoffe, da erschreckt sich der Rainer nicht. Was andere freut, das freut mich auch. Ich höre schon der Kinder lachen. Die Arbeit macht Spaß, geht flink von der Hand, es ist schön, Freude zu machen. Was andere freut, das freut uns auch, wir hören schon der Kinder lachen. Die Arbeit macht Spaß, geht flink von der Hand, es ist schön, Freude zu machen. Das war ja Schlumpfi. Schlumpfi, frohe Gesichter. Ich hab gesagt, du sollst fröhliche Gesichter malen. Ich hasse fröhliche Gesichter. Sehr schön, meine Schlümpfe. Wir haben jetzt fast für jedes Kind, das an den Nikolaus geschrieben hat, ein Geschenk gemacht. Verdammte Arbeit! Und ich denke, den Rest schaffen wir auch noch. Ich brauche nur noch ein bisschen Packpapier. Vielleicht ist hier im Schrank was. Papa Schlumpf! Tja, meine Schlümpfe, ein bisschen müssen wir noch tun, um mit unserer Arbeit fertig zu werden. Was ist hier los? Wer seid ihr, Wichtel? Und was macht ihr hier in meinem Haus? Und was hast du hier verloren? Lass uns bloß hier abhauen, Papa Schlumpf. Habt keine Angst. Der Nikolaus ist ein guter Mensch. Er steht bloß unter einem bösen Zauberspruch. Ich stehe unter überhaupt keinem Spruch und ihr habt mir immer noch nicht gesagt, was ihr hier zu suchen habt. Wir sind Schlümpfe und wir sind hier, um dir zu helfen, damit deine Weihnachtsgeschenke rechtzeitig ausgeliefert werden können. Ja, geht mir weg mit euren Geschenkekäse. Aber bitte, lasst euch nicht stören bei diesem Quatsch. Los, ihr Schlümpfe, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir brauchen noch eine Spielzeugfeuerwehr, noch 13 Lumpenpuppen, 6 Teddybären und einen Kasten mit Bauklötzen. Also, ich hätte nicht geglaubt, dass wir das noch schaffen. Das ist das letzte Paket, Papa Schlumpf. Danke, Baby Schlumpf. Alle Mann an Bord, jetzt geht die Post ab, meine kleinen Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben für alle Kinder Geschenke fertig gemacht. Ja! Also auf denn, los geht's. Na los doch, Freunde, beeilt euch. Wir wollen hier nicht überwintern. Die Rentiere bewegen sich überhaupt nicht, Papa Schlumpf. Ich hasse nicht bewegen. Kann es sein, dass Chlorhydris sie aufgeküsst hat? Nein, ich glaube, sie sind nur gut erzogen. Sie bewegen sich nicht ohne ihren Meister. Ich fürchte, der Plan von Chlorhydris ist perfekt. Wir haben keine Möglichkeit, die Geschenke auszuliefern. Lass lieber die Kerze aus, Erik. Es ist die letzte, die wir haben. Ja, Mutti. Schlaf gut. Ich bin ganz sicher, morgen wirst du dich wieder besser fühlen.
Denn schließlich ist doch morgen Weihnachten. Ja, aber wir haben nicht mal genug Geld, um eine Kerze zu kaufen. Geschweige denn ein Weihnachtsessen. Ich sag dir, Asrael, dieses Weihnachtsessen wird das Beste, das wir je hatten. Schlümpfe in Preiselbeersoße mit Pflaumenfüllung, Schlumpfpasteten mit Schlumpffrikassee. Und eine große Bowle muss ich selbstverständlich zu Weihnachten machen. Und das Beste darin werden die Schlumpfstückchen sein. Oh, das kann natürlich alles nur klappen, wenn der dämliche Nikolaus diesmal an mich denkt. Jetzt sollten wir wohl schlafen, dann kann der blöde alte Trottel meine Weihnachtswünsche ungestört erfüllen. Ich denke, das habe ich verdient, denn im letzten Jahr bin ich wirklich ein feines Kerlchen gewesen. Ich habe eine Belohnung verdient. Ich habe bloß etwas vergessen. Ich sage ja immer, ein Fest will gut vorbereitet sein. Und dieses Weihnachtsfest wird genauso ablaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Keine Gemütlichkeit, keine Freude und vor allem keine Geschenke. Ach, ich habe das Gefühl, diese Weihnacht wird das schönste Fest, das ich je erlebt habe. Wie bin ich bloß auf die Idee gekommen, Geschenke an Kinder zu verteilen? Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt abhauen. Tja, Herr Nikolaus, Ihre Rentiere weigern sich, die Reise ohne Sie zu machen. Das ist euer Problem. Jetzt hör mal, Herr Nikolaus. Du hast doch mit dieser Weihnachtsgeschenktradition angefangen. Dann musst du das jetzt auch weitermachen. Ich muss überhaupt nichts weitermachen. Meine Rentiere bleiben vom Hause stehen. Dann werden eben keine Geschenke ausgeliefert. Hör mal, Papa Schlumpf. Gibt's denn gar keine Möglichkeit, den Zauberspruch zu brechen? Vielleicht, wenn wir ihm helfen könnten, sich zu erinnern, wie er sich vorher fühlte. Wer hat dich eigentlich wieder reingelassen? Ach, noch so ein blöder Brief. Lieber Nikolaus, für mich selbst möchte ich nichts zu Weihnachten. Aber bitte lass meine Mutti gesund werden. Liebe Grüße, Erik Norden. Er ist der ärmste Junge in der Stadt und trotzdem bittet er nur darum, dass seine Mutti gesund wird. Ein gütiges Herz kann auch einen kranken Menschen wieder gesund machen. Ja, vor allem, wenn die Güte von dir kommt, lieber Nikolaus. Nicht aufgeben, Nikolaus! Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich fühle mich plötzlich so merkwürdig. Hey, du, nun lass mal mein Bart los. Hey, also jetzt, komm da raus. Hör auf, das kitzelt. Herrje, was ist los? Ich fühle mich ein wenig schwindelig. Tatsächlich, prima. Du siehst, durch den Brief von Erik und das Küsschen von Baby Schlumpf wurde der böse Zauber gebrochen. Hurra! Ich fühle mich, als hätte man meine Brust von einem Felsbrocken befreit. Hallo, du kleines Hündchen, hast du schon Baby Schlumpf kennengelernt? Ach, herrje, die ganzen Geschenke. Ja, Papa Schlumpfe sind herrliche Rentiere, aber sie werden es nie schaffen, alle im Dorf bis zum Weihnachtsmorgen zu erreichen. Es ist einfach zu spät. Die Rentiere scheinen aber Lust zu haben, es zu versuchen, Herr Nikolaus. Wie, wie, sie sind ganz unruhig. Na gut, dann sollen sie es versuchen. Oh! Erstaunlich. Die Rentiere, sie fliegen ja. Ich hasse Fliegen. Fliegende Rentiere, es ist ein Wunder. Also dann ab die Post. Flieg davon, meine Rentiere. Frohe Weihnachten. Hä? Was war das? Oh, der Nikolaus und seine Rentiere fliegen. Und es scheint, als hätte er kleine blaue Elfen, die ihm helfen. Oh. Jetzt sind sie weg. Fliegende Rentiere und kleine blaue Elfen?
Ich habe sicher geträumt. Mutti, Mutti! Der Nikolaus hat uns einen Weihnachtsbaum gebracht. Und ein richtiges Weihnachtsessen. Und ein Hündchen. Nein, ich bin völlig sprachlos. So üppige Geschenke hatten wir ja noch nie. Der Nikolaus ist gütig zu uns. Mutti, du solltest doch im Bett sein. Aber ich fühle mich viel besser, mein Kleiner. Tatsächlich, ich fühle mich ganz gesund, weil ich so glücklich bin. Oh, Mutti, das ist das schönste Weihnachten, das wir je hatten. Das wird das schönste Weihnachten, das ich je hatte. Denn es wird das böseste Weihnachten, das ich je hatte. Wenn ich nicht irre, lebt in dem Haus dort ein kleiner Junge mit seiner kranken Mutter. Da muss ich ein wenig Unglück stiften. Reeves, sofort anhalten! Oh! Ich wette, der Kleine hat sich die Augen aus dem Kopf geweint, weil er heute Morgen nichts in seinem Weihnachtsstrumpf gefunden hat. Ach, wie mich das freut! Aber was ist denn da los? Verflucht! Irgendwie muss der Nikolaus sich von meinem Zauberspruch befreit haben. Aber das wird mir dieser ekelhaft gutmütige Greis büßen. Oder ich will nicht Chlorhydris heißen. Heimwärts, Reeves! Aber schnell! Hier! Oh! Doch nicht ohne mich, du verfluchter Idiot! Warte, wir sprechen uns noch! So, wollen sehen, wie viele Schlümpfe mir der Nikolaus gebracht hat. Oh, hä? Nichts, Azrael. Dieser verkalkte Tölpel hat mir dieses Jahr wieder nichts gebracht. Nichts, nichts, nichts. Halt, 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 da ist doch was. Ach. Also ist der Nikolaus auf meinen Brief nicht reingefallen. Tja, ich fürchte, da gibt's nur eins. Ich muss mich bis zum nächsten Weihnachten anständig benehmen. Anständig. Bäh, wie grässlich. Oh, was für ein verkorkstes Weihnachten. Oh, très bon! Baby Schlumpfs erste Weihnacht ist ein Knüller geworden. Aber eins verstehe ich immer noch nicht, Papa Schlumpf. Wieso konnten die Rentiere vom Nikolaus plötzlich fliegen? Tja, also das verstehe ich auch nicht, Handy. Das wird wohl für immer ein großes Geheimnis bleiben. Und nicht der letzte, Leon. Ganz gewiss nicht. Da, Baby, hast du's gesehen? Das ist kinderleicht. Ich wette, sogar Clumsy kann das. Was ist denn das? Bum, bum, bum. Das höre ich auch, das Bum, Bum, Bum. Aber was bedeutet dieses Bum, Bum, Bum? Das ist der Donner, Zwirni. Das weiß doch jeder. Wenn die kalten Luftströme des Nordens mit den warmen... Aber wie kommt es dann, dass die Sonne scheint, Herr Superschlau? Wie ich feststellen muss, hast du keine Ahnung von Physik. Physik hin, Physik her. Wenn keine Wolken da sind, gibt's keinen Donner. Oh.
Ich hasse Donner. Baby-Schlumpf, wo bist du? Baby-Schlumpf, wo bist du? Baby! Da drin ist Baby auch nicht. Es ist jedenfalls ganz offensichtlich, dass Baby nicht in seinem Kinderstuhl sitzt. Baby, wo bist du? Ich hasse es zu suchen. Baby, wo bist du? Baby-Schlumpf, wo? Verstehen. Was sagt ihr? Wer ist verschwunden? Unser Baby, Papa Schlumpf. Unser Baby ist verschwunden. Verschwunden? Oh nein, Papa Schlumpf. Das ist ja furchtbar. Na, wen haben wir denn da? Wir haben eine große, dicke Hasenmutter gefangen und ein blaues Hasenbaby. Das ist doch kein blaues Hasenbaby, du Dummkopf. Es hat keinen Pelz und keine großen, langen Schlappohren. Was wir hier haben, ist ein Kobold. Der besitzt vielleicht einen großen Topf voll Gold. Und der ist wahrscheinlich mehr wert als alle Hasen des Waldes. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Baby Schlumpf ist irgendwo da draußen im Wald, ganz allein. Wir müssen sofort los und nach ihm suchen. Baby! Baby Schlumpf! Wo steckst du? Seht mal, das ist doch Babyspielzeug. Und ich habe einen kleinen Hasen gefunden. Sag mal, warum musst du denn so weinen, hä? Was? Wilddiebe? Seine Mutter und Baby Schlumpf sind von Wilddieben gefangen worden. Wie schrecklich! Also das war das. Bunny sagt, das Donnern, das ihr gehört habt, das waren die Wilddiebe. Sie trommeln, um die Hasen in die Fallen zu jagen. Los, wir müssen unser Baby retten. Mein armes Baby! Hier rein mit dir, mein Häschen. Dein neues Zuhause. Für ein Weilchen. Nun zu dir, mein Kobold. Sag mir, wo ist dein Topf mit dem Gold? Oh, ja. Meister, für mich hört sich das wie eine Babysprache an. Aber natürlich hört sich das für dich wie eine Babysprache an. Du hast ja keine Ahnung, wie ein Kobold spricht. Er sagte mir gerade, dass das Gold verhext ist. Und es deshalb besser wäre, wenn niemand den Ort kennt. Komm, Leon, es ist Zeit, die Fallen zu kontrollieren. Also schön, Clumsy. Du und Torti, ihr bringt Bunny zurück in seinen Hasenbau. Gern, Papa Schlumpf. Die anderen gehen zum Dorf zurück. Alle Schlümpfe sollen sich auf den Dorfplatz versammeln. Wenn der Pelzjäger unser Baby nicht freigibt, dann müssen wir kämpfen. Treffpunkt Pelzjägerlager. Ja, Papa Schlumpf. Hey, Hilfe! Meine lieben Schlümpfe, ihr habt euch bestimmt gefragt, wo ich so lange gewesen bin. Ich war mit Papa Schlumpf auf der Suche nach unserem Baby. Und wir haben entdeckt, dass es von dem Pelzjäger entführt wurde. Oh nein! Schlumpf-Farmi? Ja, Hefti? Du holst die Schlumpfbärenpasteten von Torti. Ich glaube, 200 Stück werden genügen. Wird gemacht. Bin schon auf dem Weg. Handy, du kontrollierst, ob das Katapult betriebsbereit ist. Schlumpfine wird dir helfen. Auf geht's, Schlumpfine. Schlumpfine. Wir kommen, Baby!
Babyschlumpf! Wir kommen, wir kommen, Babyschlumpf! Das kann doch nicht wahr sein. All unsere Fallen wurden geöffnet. Nicht ein einziger Fang. Das müssen Wilddiebe gewesen sein. Psst, rede nicht so einen Blödsinn. Wir sind doch die Wilddiebe. Dieser Wald gehört König Gerard. Zum Glück haben wir den kleinen blauen Kobold. Der muss uns jetzt aus der Patsche helfen. Was hast du denn, Leon? Ich wollte sagen, dass wir noch 3 Fallen kontrollieren müssen. Richtig, mach du das. Ich muss mich jetzt um unseren Kobold kümmern. Beeil dich, mein Freund, ich habe schon viel Zeit verloren. Oh, eine Überraschung! Was haben wir denn hier? Noch einer von den kleinen blauen Kobolden. Der Meister wird sich über den zweiten freuen. Auch wenn dieser hier schon ein bisschen vergammelt aussieht. Der Meister wird dann doppelt so reich sein. Durch diesen Wicht wird er 2 Töpfe mit Gold haben. Aber warum soll er das ganze Gold haben? Nur weil er die Koboldsprache spricht? Nein, ich will auch reich werden. Dem Meister sage ich, dass hier nichts drin war. Und später hole ich dich heimlich ab. Dann habe ich auch einen Topf mit Gold. Au! Oh, jetzt haben wir noch was gefangen. Mich! Na sowas. Alles in Ordnung, du kannst jetzt wieder rauskommen. Ich darf mich ganz herzlich für deine Hilfe bedanken. Ich würde gerne noch bleiben, aber ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss zu den Pelzjägern. Baby Schlumpf ist in großer Gefahr. Was ist denn das? Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Oh, oh. Au! Na, wenigstens bin ich jetzt frei. Wir verlangen, dass du Mama Hase und Baby Schlumpf sofort freilässt. Was? Niemals. Die gehören jetzt mir. Haha, das wollen wir doch mal sehen. Hör zu, ich warne dich. Du warnst mich? Ha, du mickriger Kobold. Ich werde euch alle fangen, dann bin ich ein reicher Mann. Du bist ein böser Mann. Ja, Papa Schlumpf. Wenn du Mama Hase und Baby Schlumpf nicht sofort freigibst, dann werden wir kämpfen. Da wirst du aber dein blaues Wunder erleben. Federchen, beeil dich! Ein schrecklicher Mann hat unser Baby gefangen! Da! Da sind sie! Achtung! Auf ihn! Jetzt krieg ich euch alle! Bloß schnell weg hier! Ich hab die Nase voll von Kobolden! Muffi, fertig machen zum Absprung! Ich hasse es, abzuspringen! Achtung! Schlimmste Absprung! Tut mir leid, Papa Schlumpf. Das wäre nie passiert, wenn wir uns richtig um das Baby gekümmert hätten. Wir werden immer gut aufpassen, ja. Jetzt habt ihr selbst erlebt, was alles passieren kann, wenn man eine wichtige Aufgabe hat, aber sie nicht wirklich ernst nimmt. Na, die Hauptsache ist, unser Baby ist wieder bei uns. Glaubst du, dass die Wilddiebe sich nochmal in unseren Wald wagen, Papa Schlumpf? Das will ich nicht hoffen, Schlumpfine, aber... Sie kommen zurück! Rette sich, wer kann! Es hört sich ganz so an, als ob das Trommeln von dort kommt. Oh?
diese Gicht nicht mal der Verband hilft. Es ist wirklich äußerst schmerzhaft. Unser armer, kranker Papa Schlumpf. Hier, ich hoffe, diese Blumen werden dir etwas Freude machen. Danke. Du bist ein liebes Kind. Hol bitte die Vase vom Bücherbord runter, Clumsy. Oh, aber sicher, Papa Schlumpf. Ich brauche aber was zum Raussteigen. Der Hocker da. Autsch! Oh, armer Papa Schlumpf. Er hat schon wieder einen Gichtanfall. Nein, nein, nein. Ich werde nicht länger wie festgeklebt sitzen bleiben. Hört mal zu, meine Freunde. Würdet ihr mir wohl einen großen Gefallen tun? Hinter dem Wasserfall im Tal von Notrock gibt's eine Höhle. Man sagt, dort befindet sich ein Stein mit magischen Anti-Gicht-Heilkräften. Dieser Stein, man nennt ihn Schlumpfstein, ist meine letzte Hoffnung. Vielleicht kann er mein Leiden heilen. Sonst weiß ich nicht, wie es mit mir endet. Oh. Nun, dann sollte ich ganz schnell eine Expedition zusammenstellen, um diesen Schlumpfstein zu finden. Schließlich bin ich durch meine überragenden geistigen Fähigkeiten dafür am besten geeignet. Es ist wirklich sehr, sehr tapfer von dir, dass du freiwillig die Höhle der schrecklichen Molliens aufsuchen willst. Molliens? Ja, ja, Molliens. In meinen Büchern steht, die Molliens seien die Hüter des Schlumpfsteins. Ich denke, ich sollte mich wohl doch nicht vordrängeln und einem anderen diese einmalige Chance überlassen. Schließlich wird auch hier im Dorf ein klarer Kopf benötigt, der Papa Schlumpf in allen Dingen zur Seite steht, richtig? Schlaubi, du hast recht. Ich glaube, wir können hier nicht auf dich verzichten. Wir benötigen drei Freiwillige. Ich bin der Starkste weit und breit. Ich bin der, der die Sache in die Hand nimmt. Man braucht Kraft und Ausdauer, um den Molliens entgegenzutreten. Organisation und Fantasie sind auch gefragt, um den Schlumpfstein herzubringen. Und deshalb kann auf mich nicht verzichtet werden. Auf dich? Und wenn du, Murkel, den Schlumpfstein nicht heben kannst, was fällt dir dann ein, hä? Nun, nun, ich bin euch beiden sehr dankbar für eure Hilfsbereitschaft. Ihr könntet euch doch zusammenschließen und beide gehen. Naja, geht in Ordnung, Papa Schlumpf. Ja gut, ich bin auch einverstanden. Sehr schön, also dann abgemacht. Ich brauche aber noch einen Freiwilligen. Ihr hebt mich, ich auch. Ja, bin ich vielleicht müde. Pauli! Das freut mich aber. Natürlich nehme ich dein Angebot an. Pauli ist der Dritte. Pauli? Wie bitte? Ich bin stolz auf euch, dass ihr Papa Schlumpf helfen wollt. Ihr seid wirklich tapfere Schlümpfe. Bist du sicher, dass uns Fauli nicht unterwegs einschläft? Ja, der schläft ja jetzt schon ein. Es wird schon alles gut werden. Meine Freunde, ich vertraue euch. Eure Talente werden euch aus allen Schwierigkeiten heraushelfen. Seid klug und umsichtig. Pauli! Pauli! Fauli, deine Ruhe wird im Angesicht der Gefahr wirklich unschätzbar sein. Da habe ich meine Zweifel. Um es schon jetzt zu sagen, Schlumpfhausen dankt euch. Ich danke euch und vor allem dankt euch mein von der Gicht geschwächter Fuß. Hurra! Wiedersehen! Wiedersehen! Das könnte der schwierigste Job für mich werden, seit ich den Schlumpfdamm gebaut habe. Du hast den Schlumpfdamm gebaut? Das war ich. Das Schwierigste, was du zu tun hattest, war ein schlaues Gesicht zu machen. Wir sollten unsere Ruhezeiten einhalten. Oh, der Nebel ist aber dicht. Ich kann wirklich kaum meine Hand vor Augen sehen. Wartet mal. Hey, pass gefälligst auf, wo du hintrittst. Oh, Verzeihung. Alles wäre viel einfacher, wenn du an eine Karte gedacht hättest. Gute Idee, aber ich kann ja nicht an alles denken. Vorsicht! Hört ihr das? Ich höre überhaupt nichts. Ich auch nichts. Das ist es ja. Kein einziger Vogel, kein Insekt. Das scheint ein ganz unheimlicher Ort zu sein. Da, der Wasserfall. Und dahinter muss die Höhle sein. Hübsch dunkel hier drin. Ja, und wie? Spielt für mich keine Rolle. Meine Augen sind ja meistens zu. So, mit Licht kommen wir schneller voran, Freunde. Lasst uns diesen Weg nehmen. Vorsicht! Ist euch auch nichts passiert? Nee, ich glaube nicht, Handy. Ob wir nun endlich ein wenig ausruhen? Das sieht nicht gut aus. Wenn wir nicht bald hier rauskommen, geht uns die Luft aus. Stell dich nicht so an, wir schaffen das schon.
So, und schon haben wir wieder freie Bahn. Ich hab doch gesagt, wir schaffen es. Man soll eben nie den Kopf hängen lassen. Ganz schön stickig ist es hier drin. Mein Tornister wird immer schwerer und schwerer. Ich denke, du hast Übergewicht, alter Freund. Oh, ich hatte gerade den herrlichsten Traum. Ich war Dornröschen und durfte 1000 Jahre schlafen. Hilfe! 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 Festhalten, Handy! Ich zieh dich hoch! Wie ist das passiert? Bin ausgerutscht. Auweia, das war knapp. Naja, vielleicht ist es ja gar nicht so tief. Das werden wir gleich haben. Mein Handy, sehr gut. Ich gehe zuerst. Ihr macht es mir einfach nach. Na, ist doch gar nicht so schwer. Wer ist der Nächste? Pauli, was meinst du, was das Schlimmste ist, was passieren kann? Das nennt man eine professionelle Bauchlandung. Komm, Fauli, aber schlaf nicht ein unterwegs. Habt ihr was dagegen, wenn ich mir vorher einen Fallschirm besorge? Los jetzt! Hat richtig Spaß gemacht. Ich... Warum stotterst du, Handy? Vielleicht braucht ihr eine Mütze voll Schlamm. Ich Übersetzer. Chef sagt, ihr gefährliche Drachen seid. Gefährlich für alle Mäulchen. Drachen? Aber das ist nicht wahr. Sag ihm, wir sind Schlümpfe, ganz gewöhnliche Schlümpfe. Ja, könnt ihr das denn nicht sehen? Das sieht doch jeder. Sön? Was das sein, Sön? Schauen, gucken, du verstehst? Naja, mit der Matte vor den Augen wäre ich auch blind. Und dennoch diese winzigen Pupillen. Naja, jetzt wundert mich überhaupt nichts mehr. Der Schlumpf, Obladako. Chef sagt, Schlumpf, Schlumpf, sein sicher Geheimname für böse Drachen, die gekommen aus finsterem Versteck, ganz tief, aus schrecklicher Drachenhöhle. Aber dann lass uns das woher. Chef sagt, jetzt, wir wollen sicher gehen, er lässt holen, Fühler. Oh Mann, was will der mit uns machen, etwa die Hand schütteln? Das gibt's. Fühler sagt, ihr nicht habt Schuppen wie Drachen. Jetzt kommen Nasenbullien. Er sagt, sie nicht stinken wie Drachen. Das sollte euch wirklich überzeugen. Wir haben doch gesagt, wir sind keine Drachen. Chef verkündet vielleicht, ihr sagt die Wahrheit. Bei Schlumpf, wir sagen immer die Wahrheit. Wir unbedingt rausfinden, was ihr seid. Deshalb kommen jetzt Fressmäulchen. Mir bleibt die Luft weg. Ich glaube, ich bin schon tot vor Schreck und Kraus. Erst verduften wir noch hier. Los, nehmt die Beine in die Hand. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir klettern hier rauf oder wir kehren um und lassen uns essen. Darauf geht es mir nun wirklich zu anstrengend und nirgendwo ein Plätzchen zum Ausruhen. Fauli, red doch jetzt kein so dummes Zeug, es eilt! Alles zu seiner Zeit. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Ich kann leider nicht gut klettern. Darum rette ich mich einfach, indem ich die Gefahr verschlafe. Fauli, bist du verrückt? Fauli, bleib stehen! Ich bin so müde, dass ich schon im Stehen schnarchen kann. Du hast es geschafft, Fauli. Mit deiner glänzenden Idee hast du uns gerettet. Ich schlag dich für die Schlumpfmedaille vor. Nach so viel Gehen sollte ich mich dringend ausruhen. Bevor sie ihre Angst verlieren, sollten wir ja erstmal abhauen. Folgt mir. Ich glaube, ich weiß, wo es rausgeht. Hey, das sieht mir aber so aus, als wenn hier das Drachenversteck ist. Ich fürchte, wir müssen das Risiko eingehen. Jetzt wäre ein Nickerchen recht. Wartet einen Moment. Ich guck mal um die Ecke. Mir schwant nichts Gutes.
Heiß ist es da drin und irgendwo brennt ein grelles Licht. Aber nicht nur das, da liegt doch noch ein riesiges Ei. Das überrascht mich keineswegs. Los geht's. Oh, ah, der Schlumpfstein. Ich trau meinen Augen nicht. Hier ist keine Drachenhöhle, sondern ein Schlumpfsteinlager. Wenn das diese haarigen Gesellen wüssten. Es ist einfach großartig, ein Schlumpf zu sein. Stimmt, ich kann es beschwören. Schlumpf, Schlumpf, hurra! Schlumpf, Schlumpf, hurra! Schlumpf, Schlumpf, hurra! Fauli ist ein großer Held, wirklich. Ja, Fauli hat uns alle drei gerettet. Ich bin sehr stolz auf euch, meine lieben Freunde. Ihr habt nicht nur den Schlumpfstein gefunden, ihr habt auch entdeckt, wie wichtig es ist, gute Freunde zu haben, auf die man sich verlassen kann. Ja! Nun wollen wir sehen, ob der Schlumpfstein hält, was die Legende verspricht. Hier ist der Papa Schlumpf. Es tut gar nicht mehr weh. Meine Gicht ist geheilt. Ja! Die Gicht ist weg. Dafür habe ich nun drei gebrochene Zehen. Ach, du bist einfach wunderschön, wunderschön. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Nicht weggehen, ich bin gleich wieder da. Hier wird gleich was fetzen. Hallo Beauty, hier ist eine Überraschung für dich. Ach, du kannst mich nicht auf den Arm nehmen, Jogi. Wenn ich die Schachtel öffne, wird sie explodieren. Ich gebe dir mein Wort, dass sie bestimmt nicht explodieren wird. Naja, gut. Wie ich versprochen habe, sie ist nicht explodiert. Aber von Matschpasteten habe ich nichts gesagt. Oh, njam, njam. Oh, himmlisch. Das sind die wunderbarsten Törtchen aller Zeiten. Totti, hier ist ein besonderer Kuchen, den ich nur für dich gebacken habe. Dankeschön, Joki. Wenn es um frisch gebackenen Kuchen geht, ist es bestimmt besser, ihn geschenkt zu bekommen, als ihn zu verschenken. Der ist frisch gebacken, ist doch klar. Wasser, Wasser, Wasser. Was hast du denn nur? Hat dir etwa mein frisch gebackener Pfefferkuchen nicht geschmeckt? Soll ich dir mal was sagen, Joki? Ich bin überzeugt davon, dass es auf der ganzen Welt nicht die kleinste Chance gibt, dass du auch nur einen einzigen Tag ohne deine blöden, albernen Witze auskommst. Und genauso wenig Chancen gibt es, dass du dir mal einen Tag nichts in den Mund stopfst oder Beauty sich einen Tag lang nicht im Spiegel betrachtet. Oder dass Harmonie nicht auf seiner Trompete spielt oder dass Muffy nicht irgendetwas hasst. Ach ja? Ja! Hör mal, Joki Schlumpf, wenn du einen Tag ohne deine Witze auskommen könntest, dann würde ich auch das allergrößte Opfer bringen. Ich sehe einen Tag nicht in den Spiegel. Oh, du mein über alles geliebtes Etwas. Oh, so lebt denn wohl. Also seht ihr. Oh, was für eine Qual. Ich kann leicht einen Tag ohne meine schmelzenden Trompetenklänge auskommen. Die Frage ist nur, ob ihr es auch könnt. Ich hasse es, nicht zu hassen. Also gut, in Ordnung. Ein Tag kein Schlaf. Ich stimme zu, aber seid jetzt endlich ruhig. Einen ganzen Tag lang nicht schlafen? Ich frag mich nur, wie schaffe ich denn das? Nun, wenn jeder von euch Schlümpfen 24 Stunden ohne das auskommen kann, was er gern tut, dann kann ich einen Tag lang ohne Streiche auskommen. Ich glaube sogar, ich könnte beinahe ein ganzes Jahr auf sie verzichten. In Ordnung, du Schlauberger. Also, wenn wir unsere Abmachung 24 Stunden durchhalten, dann gibt es ein Jahr lang keine Streiche. Was haltet ihr davon? Wieso eigentlich nicht? Ich werde die Schlümpfe schon dabei erwischen, wie sie sich nicht an die Abmachung halten. Oder mein Name ist nicht Joki Schlumpf. Ich hab dich erwischt. Beinahe hab ich dich erwischt. Was auch immer passiert, Papa Schlumpf, bitte, bitte gib mir in den nächsten 24 Stunden nicht einen meiner Spiegel zurück. Gut, das verspreche ich dir, Beauty. Danke, das habe ich gebraucht. Hallo, Fauli. Ich habe gerade ein wunderschönes Schlafliedchen gehört. Willst du's hören? Ja! Guten Abend, gute Nacht, mit Röslein bedacht, mit Näglein besteckt, Schlumpf unter die Deck. Schlafe selig,
weich und süß wie ins Traumparadies. Schlafe selig und süß. Ich schlafe noch nicht. Schlumpfkuchen, wie wunderbar. Joki, du bist aber nicht fair. Oh, meine schönsten Träume sind wahr geworden. Ach, du prächtige, wunderbare Torte. Oh, Torte, nein! Oh, ich brauche Willenskraft, Willenskraft. Ich brauche diese Torte. Ah, köstlich. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann es nicht ertragen. Ach, ich habe seit 2 Stunden und 26 Minuten nicht in den Spiegel gesehen. Ich kann nur hoffen, dass ich aus Sorge darüber nicht irgendwelche schrecklichen Falten bekommen habe. Hallo, Beauty. Irre ich mich oder kriegst du da eine große Warze auf der Nase? Eine was? Oh, der absolute Horror, der absolute Schrecken, Terror. Wieso siehst du dir das nicht mal in diesem Spiegel an? Nein, Jogi, ich werde dir beweisen, dass Willenskraft eine meiner vielen Qualitäten ist. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss auf meiner Trompete spielen. Ich muss einen Platz finden, wo Joki mich nicht entdecken kann. Irgendwo, wo es ganz einsam ist. Weit, weit weg. Harmonie-Schlumpf ohne Musik ist wie Papa-Schlumpf ohne väterlichen Rat. Wie Schlumpfine ohne Schönheit. Wie Joki ohne Streiche. Wie... eine Falle! Wie ich es geplant habe. Der Ofen ist aus, Schlumpf. Für dich ist die Sache gelaufen, ist das klar? Ich weiß nicht, ob ich diesen Willenskraft-Wettbewerb mag, den ihr da veranstaltet. Obwohl ein starker Wille eine gute Eigenschaft ist, sollte man es wie auch sonst nicht übertreiben, denn dadurch, das ist Harmonie-Schlumpf. Oh, prima, Papa Schlumpf, ich habe gewonnen, ja! Ich wusste, dass Harmonie es nicht aushält, 24 Stunden nicht auf seiner Trompete zu spielen, ja! Mach nur weiter, blas dir die Seele aus dem Leib, du kleines blaues Bohnengehirn. Vielleicht kommen dir ein paar Schlümpfe zu Hilfe und dann können wir uns ganz einfach bedienen. Nicht wahr, Asrael? Ah, ich hasse es zu lächeln. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse es auch, wie Harmonie spielt. Ich tue alles, um wach zu bleiben. Ah, endlich ist alles vorbei. Wir haben verloren. Ach, du wundervoller, toller, hübscher, großer Schlumpf. Es ist einfach zu schön, dich wiederzusehen. Schlumpfbärkuchen. Schlumpfbär-Jubiläumsflambé. Kennst du Komm zu mir, mein melancholischer Hexenmeister? Nein, ich glaube nicht. Was mich angeht, ich war nie ein Freund zeitgenössischer Musik. Und jetzt kannst du dir in Ruhe ausmalen, was dich erwarten wird. Ich hab gewonnen! Zu spielen. Da stimmt was nicht. Alles stimmt. Alles ist großartig. Nein, der Klang seiner Trompete war irgendwie ganz anders. Er hatte etwas Verzweifeltes an sich. So klingt er doch immer, Papa Schlumpf. Njam, njam. Mann, dieser Harmonie hat wirklich keine Willenskraft. Nein. Keine. Jetzt müssen wir 4 ein ganzes Jahr lang Jokis Streiche ertragen. Nur weil Harmonie keine Willenskraft hatte. Aber das war mir die Sache wert. Ich hasse Willenskraft. Es ist mir vorgekommen, als würde Harmonies Musik Furcht ausdrücken und nicht wie sonst seine überschwängliche Freude. Das Trompetengeschmetter kam aus der Richtung von Gargamels Bruchbude. Ich hasse Gargamels Bruchbude. Papa Schlumpf, glaubst du, Harmonie steckt in Schwierigkeiten? Schwierigkeiten hasse ich wirklich. Es klingt so, als sei er vielleicht sogar in großen Schwierigkeiten. Joki, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte dich jetzt bitten, dich auf ein besonderes Geschenk zu konzentrieren. Eine Überraschung, wie du sie noch nie zuvor gemacht hast. Also hör mir zu.
Das wird mir bestimmt gelingen, Papa Schlumpf. Aber wie können wir sicher sein, dass Gargamel die Schachtel auch wirklich öffnet? Ja, das ist es. Ich habe es. Auch wenn er sie nicht aufmacht, wird es funktionieren. Wir verzichten auf die Tafelmusik. Sie könnte mir Sodbrennen verursachen. Ich denke, wenn ich dich in dieser Suppe koche, wird sie noch ein paar Tage länger reichen. Wenn wenigstens meine Musik weiterleben würde. Oh, ich bin durch und durch wunderbar, vollkommen niederträchtig. Wie niederträchtig bin ich? Wollen wir mal aufzählen. Erstens, ich bin niederträchtig zu Kindern und niedlichen kleinen Pelztieren. Zweitens, ich bin niederträchtig, weil ich alten Damen, die über die Straße wollen, ein Bein stelle. Drittens, weil ich nie meine Mami besuche. Viertens, ich bin niederträchtig, weil ich seit 26 Jahren meinen Zahn nicht geputzt habe. Und fünftens, das Allerwichtigste, ich bin niederträchtig, weil ich kleine blaue Schlümpfe liebe. Ich liebe sie als Frikassee, gebraten, als Fondue. Bist du sicher, dass es funktioniert, Papa Schlumpf? Wenn Gargamel lesen kann, dann wird es klappen, Beauty. Setz sie ab! Hanu, wer kann denn das sein? Jetzt laufen, meine kleinen Schlümpfe! Für mich? Von wem das wohl kommt? Ah, da ist ja ein Schild. Nicht vor deinem Geburtstag aufmachen. Und das meine ich ernst. Gezeichnet Mami. Aber ich habe erst in ein paar Monaten Geburtstag. Oh, sie ist so streng. Was mag da wohl drin sein? Pürierte Fledermäuse? Eine Do-it-yourself-Vampir-Ausrüstung? Wasserspeichernde Socken? Unser Plan funktioniert. Folgt mir. Soll ich es aufmachen oder bis zu meinem Geburtstag warten? Ich warte. Nein, tue ich nicht. Ich werde es aufmachen. Nein, tue ich nicht. Doch, ich mache es auf. Nein, besser nicht. Oh, hätte ich doch bloß Willenskraft. Vielleicht sollte ich bis zu meinem Geburtstag warten. Oder vielleicht nicht. Fifi, vielleicht nicht. Was wird Mami dazu sagen? Was soll sie? Wird es nie erfahren. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja, ich will. Nein, ich will nicht. Willenskraft. Ich will. Was war denn nur in dieser Schachtel, Joki? Oh, nur ein kleiner Test für Gargamels Willenskraft. Nein, ein ziemlich großer. Ich wusste es, ich hab's gewusst. Ich hätte bis zum Geburtstag warten sollen. Da. Nun, meine kleinen Schlümpfe, gemäß meinen Sternkarten beginnen heute Abend die Sternschnuppen vom Himmel zu fallen. Omnibus und ich werden äußerst wichtige wissenschaftliche Beobachtungen von diesem Ereignis machen. Der Sternschnuppenschwarm... Alles klar, macht Platz! Geht aus dem Weg! Papa Schlumpfs Assistent ist im Anmarsch! Oh, da bist du ja schlau. Wie soll ich helfen? Clumsy, lass das! Das sind wertvolle wissenschaftliche Apparaturen. Das muss von einem unglaublich intelligenten Schlumpf gehandhabt werden, der in wissenschaftlichen Dingen geübt ist. Clumsy, würdest du bitte... Oh nein! Nein, 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 nein! Oh, Clumsy, du hast Beautys Spiegel zerbrochen. Weißt du, was das bedeutet? Nein, Schlaubi. Was denn? Das bedeutet Unglück. 7 unschlumpfige Jahre, nichts als Unglück. 7 Jahre Unglück? 7 Jahre sind doch viel zu wenig für ihn. Hör nicht auf Sie. Clumsy, das ist doch nichts anderes als abergläubischer Unsinn. Papa Schlumpf, es gibt wissenschaftliche Beweise. Schlaubi, genug. Also freut euch über den Sternschnuppenschwarm, meine kleinen Schlümpfe. In ein paar Tagen werde ich wieder hier sein. Ich wünsche dir viel Spaß, Papa Schlumpf. Und grüß Omnibus schön von uns. Wiedersehen, Papa Schlumpf! Und vergiss nicht, Clumsy, Papa Schlumpf hat auch nicht immer recht. Ach, auch nicht? Natürlich nicht. Und ich bin absolut sicher, dass ich mit den 7 Jahren Unglück recht habe. Ah! Siehst du, was ich meine? Unglück, Clumsy, es fängt schon an. Ich glaube, diese Schlumpfmelone ist ein bisschen zu schwer für deine Karre, Farmi. Ja, ja, das ist schon eine Melone, kann ich dir sagen. Die größte, die ich je hatte. Hör mal, vielleicht ist mein Unglück dann vorbei, wenn ich Zwirni dazu bringe, mir das zuzumachen, Schlaubi. Vergiss es, Clumsy. Das ist doch erst der Anfang. Es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer und noch viel, viel schlimmer werden.
Ist alles in Ordnung, Handy? Hast du dir wehgetan? Es geht, Clumsy, es geht. Ich bitte dich nur, bleib mir vom Leibe. Pass auf! Oh nein, noch mehr Unglück. Wie sieht das aus, Toulouse? Ach, Mademoiselle Schlumpfine, du sei die Crème de la Crème, die wunderbarste, die femininste aller... Oh, sacre Schlumpf, meine Meisterwerke. Meine Blumen. Mein Daumen. Meine Mille. Und meine Würde. Alles meine Schuld. Darauf kannst du wetten. Und wie ihr alle sehr wohl wisst, bin ich eigentlich kein penetranter Typ. Aber während Papa Schlumpfs Abwesenheit muss ich natürlich die Verantwortung übernehmen und diese äußerst wichtige Entscheidung treffen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als Clumsy zu isolieren, damit wir anderen nicht von seinem Unglück angesteckt werden. Schlau wie Schlumpf, das ist doch unerhört! Behandle Clumsy nicht so auf eine gemeine und grausame Art und Weise, nur wegen deines lächerlichen Aberglaubens! Lächerlich? Ha! Meine Schlumpffreunde! Also, es sieht gar nicht so aus. Vielleicht nur eine kurze Quarantäne. Bis Papa Schlumpf zurückkommt. Ich sage, schließt ihn ein. Darf ich noch was sagen? Oh nein! Ich komme, Baby, ich komme! Oh, Baby, Baby, ist dir was passiert? Oh. Also, Schlumpfine. Arme Clumsy. 7 Jahre eingesperrt. Nun betrachte es doch mal von der Seite. 7 Jahre sind nur ungefähr 60.000 Stunden. Also auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sicher hast du recht, Schlumpf. Ich hab hundertprozentig recht. Bis in 7 Jahren. 13? 14? Ich hoffe nur, dass meine kleinen Schlümpfe sich das ansehen, Omnibus. Das werden sie sicherlich tun. Ein Sternschnuppenschwarm ist ein großes Naturereignis. 15? Ein Naturereignis, in der Tat. Es macht uns bewusst, wie klein und unbedeutend wir alle sind. Natürlich sind manche von uns ein bisschen kleiner als die anderen. Das ist der schlumpfverzinnerste Anblick, den ich jemals... Ja. 47, 48... Zählst du die Sternschnuppen, Torti? Ja, irgendwie schon, Hefti. 49, 50... Das ist ein sehr beeindruckender Anblick, das muss ich schon sagen. Und Sternschnuppen finde ich auch nicht schlecht. Das ist eigentlich schade. Clumsy sollte das auch sehen. Also ich mache jetzt ein Ende mit dieser lächerlichen Quarantäne. Und zwar auf der Stelle. 64. Du meine Güte. Clumsy! Clumsy! Großer Schlumpf. Du lieber Himmel. Nein, Clumsy. Das ist Clumsys Haar. Wir waren eingeschlossen. Gütiger Himmel! Ich habe ja schon von manchem Unglück gehört, aber das da ist lächerlich. Es sah aus, als wäre der Meteor in der Nähe des Dorfes niedergegangen. Unglaublich. Unmöglich. Verzeih die plötzliche Abreise, aber ich muss sehen, ob meinen Schlümpfen nichts passiert ist. Natürlich. Mach dich nur auf den Weg. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Wenn wir uns beeilen, sind wir noch rechtzeitig dort. Das ist so ein bittersüßer Augenblick. Eine große Meisterwerk auf ein solch trauriges Monument. Auf dem Grab von einem unglücklichen Schlumpf. Von einem unglücklichen Schlumpf? Hiermit übergebe ich feierlich den Clumsy Gedenkspiegel. Ich tue das nicht nur, um des armen Clumsys Unglück zu gedenken, sondern auch, um diese Stätte zu einem interessanten Ort für Besucher zu machen. Ach du lieber Schlumpf, nein. Oh, Papa Schlumpf, da bist du ja. Ich bin so traurig. Es ist so schrecklich. Es ist so schrecklich. Es ist ganz unmöglich. Clumsy ist nicht. Doch, Papa Schlumpf. Ich fürchte, Clumsy hat, wie kann ich es nur taktvoll ausdrücken, den Löffel abgegeben? Tut mir leid, Papa Schlumpf, aber es ist so, wie ich gesagt habe. Clumsy hatte definitiv kein Glück. Ich meine, die Chancen stehen doch 1 Billion Schlumpfmillionen zu 1, wenn nicht mehr.
Mein armer Clumsy. Mein armer Clumsy. Oh, Junge, das schläft sich aber ganz schön hart hier draußen. Es ist wohl besser, ich gewöhne mich daran, jetzt wo mich keiner mehr in der Nähe haben will. Vielen Dank, Eichhörnchen, dass du dein Essen mit mir geteilt hast. Ich muss eben lernen, wie man allein durchs Leben schlumpft. Meine Freunde hatten mich eingesperrt, damit ich ihnen kein Unglück bringe. Und jetzt habe ich beschlossen, ganz weit wegzuziehen, damit ich ihnen kein Unglück bringe. Oh, Junge, es sieht ganz so aus, als ob das Unglück mich überall hin verfolgt. Auch im Leben sammelte er Felsen und spielte gern im Schmutz. Er ist ein glücklicher Schlumpf gewesen und starb ganz ohne Schutz. Vielen Dank, Poeti. Sehr, sehr gefühlvoll. Und jetzt möchte ich gern ein paar Worte über unseren dahingegangenen Schlumpffreund sagen. 7 Jahre nicht bei meinen Freunden. Junge, Junge, das ist eine ganz schön lange Zeit. Und sicherlich werden sie mich bald ganz vergessen haben. 7 Jahre! 7 Jahre! Das ist so schrecklich! Ich muss noch mal zurück. Ich muss einen letzten Blick auf meine Freunde werfen, bevor ich weggehe. Für lange 7 Jahre! Und ich glaube, in dieser Zeit größten Kummers ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass dieser Meteorit mehr als ein Grab ist. Mehr als ein Denkmal für einen großartigen Freund. Es ist ein Denkmal für mich, Schlaubi Schlumpf. Denn war ich es nicht, der voraussagte, Clumsy würde 7 Jahre Unglück haben? Es waren eher 7 Stunden, Schlaubi. 7 Stunden, 7 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit. Schlaubi Schlumpf, jetzt habe ich aber genug. Ich zeige dir, was ich von deinem albernen Aberglauben halte. Oh, Schlumpfine, was hast du getan? Das bedeutet mindestens 7000 Jahre Unglück. Sei still, Schlaubi. Wir sollten jetzt nur daran denken, dass Clumsy... tot ist. Schlumpfine hat recht. Alles andere ist bedeutungslos. Clumsy ist tot. Er wird mich so vermissen. Oh nein, was habe ich uns getan? Mein Unglück trifft meine Freunde, ganz egal, wie weit ich auch weggehe. Er war mutig wie eine kleine Pfefferkorn. Wer? Wer war mutig wie eine kleine Pfefferkorn? Monsieur Clumsy? Monsieur Clumsy Schlumpf! Oh nein, nicht Monsieur Clumsy. Niemals Monsieur Clumsy. Jeder Schlumpf, nur nicht Monsieur Clumsy. Hey, Moment mal. Ich bin Monsieur Clumsy. Clumsy! Oh, Clumsy, du lebst! Du lebst! Du lebst! Schlumpf, sei Dank! Wir dachten, wir würden dich nie wiedersehen. Mein kleiner Clumsy, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so glücklich, einen Schlumpf zu erblicken. Das kannst du mir wirklich glauben. Beim Schlumpf, Clumsy, wenn du in deinem Haus gewesen wärst, dann wäre jetzt nichts mehr von dir übrig. Ja, Clumsy, da hast du aber Riesenglück gehabt. Glück? Das ist doch nichts anderes als abergläubischer Unsinn. Das war doch nur eine Folge von... Du versuchst vernünftig zu sein. Und was bringt es dir letztendlich ein? Absolut richtig, Azrael. Der Vollmond steht in der Endphase besonders günstig für uns. Und wir zwei wissen genau, was das heißt, nicht wahr? Ja. Bei Sonnenaufgang wird uns das große Zauberbuch den ganzen Tag zur Verfügung stehen und es wird wirklich ein langer Tag werden für die Schlümpfe. Sind alle Schlümpfe hier? Ja, Papa Schlumpf! Es sieht nach Regen aus. Wir sollten vorher das Dach meines Hauses erneuern. Ein paar Schlümpfe können in den Pilzfeldern ein neues Dach suchen. Ich werde dabei behilflich sein, Papa Schlumpf.
Komm, Azrael, es wird Zeit. Ich weiß, es spukt hier unten, aber so ist das nun mal im finsteren Gewölbe. Ist ja schon gut, du mieser Feigling. Die Kerze, wo ist denn bloß die Kerze? Ich wünschte, es wäre etwas heller verflixt und verhext. Oh, danke schön. Du mieses, elendes, feiges Miststück. Wer beschimpft mich da? Oh nein, sowas würde ich doch niemals tun. Das würde ich mir im Traum nicht erlauben. Dieser Krach und diese Schimpfworte, wie soll man das schlafen? Vergib mir, großes Zauberbuch, aber du weißt doch, die Endphase des Vollmondes ist gerade eingetreten und nun... Ich weiß, ich schulde dir einen ganzen Sack voller Wünsche. Bringen wir's hinter uns. Ich denke, mir ist nun endlich der Gedanke gekommen, über den ich so lange nachdachte. Wirklich? Das sagst du jedes Mal. Es ist diesmal ganz sicher, absolut idiotensicher. Nichts ist vor Idioten sicher. Was ich brauche, ist ein Zauberrezept, um ein neues Schlumpfdorf aus dem Boden wachsen zu lassen. Ein viel besseres mit neuen Häusern und Wegen, wo diese kleinen Biester nur so hineinströmen. Und wenn sie einziehen, ja, dann wird die Falle zuschnappen. Na gut, blättert ihr mal. Finde einen Platz, wo die Pilze wachsen. Zermahle die Federn einer altersschwachen Krähe. Füge den Zehennagel einer räudigen Katze hinzu und verteile alles über die Pilze im Nu. Dieser Anblick ist ja atemberaubend. Herrlich. Und nun müssen wir noch einen Weg finden, um die Schlümpfe da hineinzubringen. Aha, da kommt gerade eine Bande von diesen blauen Wichten. Handy! Diese Pilze sind nicht annähernd groß genug für Papa Schlumpfs Dach. Vielleicht gibt es einen großen am Fluss. Nein, nein, nein. Nicht diesen Weg. Den anderen, ihr Dummköpfe. Den anderen zum neuen Schlumpfdorf. Oh. Da! Autsch! Ich verstehe das nicht. Jedes Mal, wenn ich mich an deine Anweisungen halte, geht etwas schief. Du verstehst eben keinen Spaß, du humorloser Trottel. Gut, ist ja schon gut. Aber was ich brauche, ist ein Trick, um die Schlümpfe in das neue Dorf zu locken. Also, such dir zwei Spiegel der gleichen Größe. Schmeißfliegenbeine werden dir taugen, Zunge heraus und kreuze die Augen. Nun sprich dreimal das Wort Schmeißfliege, 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 Schmeißfliege. Nichts ist passiert, das funktioniert doch wieder nicht. Was soll dieses Gejaule? Komisch, ich sehe dort rein und komme hier raus. Auch meine süße Stimme. Herrje, Azrael, das wird die herrlichste Falle, die ich je aufgestellt habe. Ob mein Gesicht so vertrauenerweckender aussieht, was denkst du? Diese Pilzkappe hat bestimmt die richtige Größe, Handy. Papa Schlumpf wird sich riesig freuen. Oh, seht doch mal dorthin, Freunde. Das ist wirklich der schönste Spiegel, den ich jemals sah. Seid bloß vorsichtig, Schlümpfe. Es könnte eine Falle sein. Sei nicht so ängstlich, Schlumpfine. Der Spiegel ist ganz harmlos. Sieh doch nur, wie toll ich aussehe. Seit wann habe ich denn ein Bart? Ich gratuliere euch herzlich, meine lieben Schlumpffreunde. Ihr seid nun die stolzen Besitzer eines magischen Spiegels. Mit diesem Spiegel kann euer gesamtes Dorf heute Mittag die Schlumpf-Ackershow sehen. Dieser magische Spiegel ist ein einmaliges Geschenk nur für Schlümpfe. Sacre bleu, Lutrec. Er sagte, der Spiegel sei magisch. Und er gehört mir. Verzeihung. Ich wollte sagen, uns. Nun ist es an der Zeit, den Fortgang der Dinge zu überprüfen. Die Stunde Null rückt immer näher. Und du sagst, der Spiegel ist euch geschenkt worden von einem freundlichen Herrn mit einem Bart im Gesicht? Ja, Papa Schlumpf. Der freundliche Herr meinte auch, wir sollten uns die Schlumpfackershow ansehen. Das klingt nicht gefährlich. Also ich sehe keinen Grund, warum ich euch die kleine Freude verbieten sollte. Ja, ihr dürft hingehen. Ja, toll! Prima, prima!
Hallo, 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 ihr lieben Schlümpfe. Willkommen zur Schlumpf-Acker-Show. Die Show, bei der ihr singen und tanzen und schließlich in das wunderschöne neue Schlumpf-Acker umziehen könnt. Ja, toll. Verstanden. Wohin umziehen? Nach Schlumpf-Acker? Das ist richtig, nach Schlumpf-Acker. Das nagelneue Dorf, so schön wie eures, nur viel moderner eingerichtet. Schlumpf-Acker. Erster Preis im Wettbewerb, das schöne Dorf. Swimmingpool, Tennisplatz und ein Golfplatz mit englischem Rasen und 18 Löchern. Alles für Schlümpfe. Ja! Später mehr über Schlumpf-Acker. Jetzt wollen wir herzlich mit einem der witzigsten Spaßmacher lachen, die rund um den Erdball zu finden sind. Applaus für Tom Foolery. Schakale, Schlümpfe und Schlumpfine. Etwas Komisches passierte auf meinem Weg nach Schlumpfacker. Ich traf einen Schlumpf, der noch im alten Dorf lebt. Er sagte, sein Haus wäre so klein, dass er morgens beim Gähnen die Arme zum Fenster ausstreckt. Tete! Treffen sich zwei Schlümpfe im Wald, sagt der eine. Habe ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen? Sagt der andere, natürlich. Ich bin doch der, dem du immer auf den Füßen rumtrampelst in unserem viel zu engen Dorf. Tete! Irgendwas kommt mir seltsam vor bei dem Spaßmacher. Wenn du mich fragst, Papa Schlumpf, er ist überhaupt nicht zum Lachen. Nein, der Kerl kommt mir bekannt vor. Das war die Tom-Foolery-Show. Und nun der Teil des Programms, auf den ihr alle gewartet habt. Hier seht ihr wieder Schlumpf-Acker, das Luxusdorf für Schlümpfe. Und nun die große Überraschung. An die ersten Interessenten verschenken wir Häuser. Na, was sagt ihr dazu? Jedem sein eigenes kleines Häuschen. Häuser verschenken? Einfach so? Ja, ihr hört richtig. Und wie geht's nach Schlumpfacker? Man folgt dem trockenen Flussbett bis zum Pilzfeld. Dann geht man einen halben Kilometer gen Norden bis zum gefällten Ahorn. Ja! Yeah! Oh, sehr merkwürdig ist das alles. Wir wollen der Sache lieber mal auf den Grund gehen. Oh, Freude, oh, Entzücken, Azrael, sie kommen, sie laufen in ihr Schicksal wie das dumme Rindvieh ohne seinen Leitochsen. Haha, und nun zum großen Zauber, der sie endlich in die Falle lockt. Dieses Schwimmbad ist viel schöner als der alte Tümpel. Also das nenne ich Luxusleben. Denk an meine Worte, Jokey. Eines Tages wird dies der Sport sein, den jeder erfolgreiche Schlumpf spielen wird. Jokey! Die amüsieren sich aber wirklich gut, Papa Schlumpf. Trotzdem habe ich ein schlechtes Gefühl dabei und weiß gar nicht warum. Sieh mal einer an. Jetzt hole ich zum letzten großen Schlag aus. Steh auf den Händen, an die Knie, schlag dabei. Autsch! Sag Walla Walla, schon ist Zauberei. Oh, ein Wunder. Endlich habe ich alle Schlümpfe gefangen. Ich kann es kaum erwarten, ihnen an den Kragen zu gehen. Aber der Turm stört. Dieser verdammte Turm, dieses verflixte Buch. Jedes Mal, wenn ich mich auf das Buch verlasse, bin ich der Dumme und alle lachen über mich. Oh, Papa Schlumpf, du hattest recht. Alle Schlümpfe sitzen jetzt in diesem schrecklichen Turm. Komm, Schlumpfine, wir müssen zurück ins Dorf. Ich brauche einen guten Zauberspruch, aber keine Angst, ich werde schon einen finden. Aber Papa Schlumpf, was machen wir, wenn Gargamel vor uns zurückkommt? Dafür habe ich einen Plan. Mach dir keine Sorgen deswegen. Los, komm. So, ich habe diesen magischen Spiegel ein klein wenig umgebaut. Gargamel wird sein blaues Wunder erleben. Oh, ich hoffe, ich mache alles richtig, Papa Schlumpf. Du schaffst das schon. Hauptsache, du beschäftigst Gargamel, bis ich unsere Freunde befreit habe. Ich versuch's, Papa Schlumpf. Aber, was ist denn das? Meine Damen und Herren, willkommen zum Kochmagazin Mahlzeit. Kochen mit den Schlümpfen. Heute werde ich Ihnen erklären, wie man einen echten Schlumpfeintopf zubereitet. Der Appetit wird dir noch vergehen, du Gauner. Man nehme zuerst eine Handvoll Schlümpfe. Das ist wirklich keine Schwierigkeit. Dann lege man sie in Zwiebeln ein und brate sie 10 Minuten in Schweineschmalz goldbraun. Man füge eine Prise Zimt, Salz und 2 frische Buntspechteier hinzu. Kommt, meine Freunde, aber beeilt euch! Ja, 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 ja.
Dann nehme man Öl, Eichenrinde und Pfefferschoten und zermahle sie zu feinem Pulver. Geht das nicht ein bisschen schneller? Es wird gleich dunkel. Was sagte ich? Es wird dunkel? Nein! Nein! Reingefallen! Warum tun Sie mir das an? Warum quälen Sie mich so? Ich werde diese gemeinen Schlümpfe niemals fangen! Niemals! Niemals! Ah, endlich zu Hause. Es gibt keinen schöneren Ort als das eigene Heim und sei es noch so bescheiden. Au ja! Denkt immer daran, meine kleinen Schlümpfe, dass der Wald um die Hexenschule herum sehr gefährlich ist. Aber leider ist es nun mal der einzige Ort, wo man Hexenkraut finden kann. Ja, wir werden vorsichtig sein, Papa Schlumpf. Und noch etwas. In der Hexenschule sind viele ehrgeizige kleine Hexen, also haltet euch gut versteckt. Mach dir keine Sorgen, Papa Schlumpf. Aufgepasst, meine kleinen Hexen. Welches Grundelement nimmt bei Berührung den Hexen die Hexenkräfte für ein ganzes Jahr weg? Weiß das jemand von euch? Brenda? Ist es vielleicht braunes Hafermehl? Nein. Magdalena? Die vier Grundelemente sind Erde, Feuer, Luft und Wasser. Und das Element, das Hexenkräfte für ein Jahr wegnehmen kann, ist Wasser. Ausgezeichnet. Also, wenn ihr die Prüfung bestanden habt und an eure Arbeit geht, in der Welt Hass und Böses zu verbreiten, dann denkt daran, nicht in den Regen zu kommen und nehmt nie ein Bad. Für heute ist der Unterricht zu Ende. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Ja! Brenda, du musst noch hier bleiben. Ich habe mit dir zu reden. Ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht von dir, Brenda. Du bist die schlechteste Schülerin, die ich je hatte. Aber ich dachte, ich soll sehr schlecht sein. Es ist das Böse, das ihr hier lernt. Nur schlecht ist nicht gut genug, um böse zu sein. Gut, gut. Das Wort habe ich noch nie in meinen Schulbüchern gesehen. Was bedeutet es eigentlich? Vergiss, dass du das Wort je gehört hast. Ja, Fräulein Gnörli. Ich gebe dir noch eine Chance. Ich will, dass du bis Sonnenuntergang einen Singvogel in eine Fledermaus verwandelst. Versagst du, wirst du das schlimmste Schicksal einer Hexenschülerin erleben. Du wirst ausgestoßen. Ausgestoßen? Jawohl, Fräulein Gnörli. Ich tue mein Bestes. Nein, nicht dein Bestes, dein Schlimmstes. Lerne, böse zu sein, oder ein Feuerring wird auf dich herabfallen. Lerne, böse zu sein, oder die Erde wird sich öffnen und dich verschlingen. Lerne, böse zu sein, oder du wirst ausgestoßen. Und bedenke, ich werde dich überall durch meine Kristallkugel beobachten. Ja, Fräulein Gnörli. Ach, ich tue mir leid. Deine Hexe ohne einen Schulabschluss hat es heutzutage verdammt schwer, eine Arbeit zu finden. Ah, da ist ja ein Singvogel. Jetzt zeige ich aber Fräulein Gnörli, wie böse ich auch sein kann. Es geht los. Schwarze Seele in der Nacht. Hexenkraft hat es vollbracht. Oh, ich glaube, ich war dabei noch nicht böse genug. Oh, was soll ich mit diesem Kind denn noch anstellen? Da ist ja noch ein Singvogel. Diesmal mache ich es ganz bestimmt richtig. Schwarze Seele in der Nacht. Hexenkraft hat es vollbracht. Naja, ich finde, ein klein wenig böser war das doch schon. Sag mal, was treibst du da eigentlich? Mutter Natur wäre sehr wütend auf dich, wenn sie dich dabei erwischen würde, wie du niedliche Singvögel in Frösche verwandelst. Das war ja auch ein Unfall. Er sollte eigentlich eine Fledermaus werden. So, das ist natürlich ganz was anderes. Wie auch immer, das ist nicht sehr schön, was du da tun willst. Ich will auch gar nichts Schönes tun. Ich muss ganz schrecklich böse sein. Böse? Aber wieso willst du denn böse sein? Ich bin eine Hexe und die müssen doch böse sein. Kannst ja mal versuchen, gut zu sein. Da ist dieses Wort schon wieder. Ich wünschte, jemand würde mir mal sagen, was gut bedeutet. Gut heißt, nett zu allen Kreaturen zu sein, ob groß oder klein. Wer Gutes tut, bleibt doch viel länger gesund. Tut mir leid, aber ich habe immer noch nicht verstanden, was gut bedeutet. Naja, ich glaube, du lernst es ganz bestimmt, wenn Papa Schlumpf es dir erklärt. Papa Schlumpf? Mach mal langsam, Schlumpfine. Ich glaube, Papa Schlumpf ist nicht sehr begeistert, wenn du eine Hexe mit ins Dorf bringst. Unsinn.
Papa Schlumpf wäre ganz bestimmt der Erste, jemandem zu helfen, der lernen möchte, gut zu sein. Sieh an, da haben wir ja Papa Schlumpf. Wenn ich diesen kleinen blauen Gartenzwerg vernichten kann, käme mir das durchaus sehr gelegen. Das klappt ja fantastisch. Brenda wird von den Schlümpfen einfach ins Dorf gebracht und dann zack, dann schnappt die Falle zu. Ich eile, Papa Schlumpf, um dich zu vernichten. Es ist absolut lächerlich, Schlumpfine. Erstens hat Papa Schlumpf genug damit zu tun, aus mir einen großartigen Zauberer zu machen. Und zweitens sind Hexen ziemlich dumme Wesen. So wie die gebaut sind, werden sie nie kapieren, was es heißt, gut zu sein. Und ein überhaupt... Kuss Maximus! Aha. Ist das jetzt Schlaubi oder ist das ein Schwein? Ich weiß auch nicht genau, was das geworden ist. Na gut, verwandle ihn sofort zurück. Das darf ich doch nicht, das wäre nicht böse. Du bist gemein. Hoffentlich kann Papa Schlumpf ihn zurückverwandeln. Ich fühle es in den Knochen. Wir werden bald Regen bekommen, Farmi. Ich weiß nicht, Papa Schlumpf. Meine Hühneraugen sagen mir, dass es noch lange nicht regnen wird. Schlaubi, bist du das? Was hast du denn? Diese kleine Hexe hat Schlaubi in ein Schwein verwandelt, Papa Schlumpf. Eine Hexe? Was macht die denn hier? Ich habe Brenda mit ins Dorf gebracht, weil sie bei dir lernen wollte, gut zu sein. Aber dann hat Schlaubi sie beleidigt und da hat sie nämlich... Ich verstehe. Tja, gut zu sein ist sehr leicht, wenn du es in deinem Herzen fühlst. Na komm, Brenda. Ich will es dir erklären, aber erst muss ich einen Trank mixen, um Schlaubi zurückzuverwandeln. In der Zwischenzeit kannst du für Schlaubi eine Schlammpfütze suchen zum Abkühlen. Sehr gern, Papa Schlumpf. Sieh mal, Brenda, gut sein bedeutet sehr vieles. Gegenseitiges Verständnis, dann bedeutet es zum Beispiel auch freundlich sein zueinander. Kurz gesagt, es heißt schlumpfig. So, der Trank ist fertig. Weißt du, Schlaubi, ich habe mich schon oft gefragt, wie man sich als Schwein fühlen würde. Man muss sich nicht waschen, denkt nur ans Fressen, darf in Schlamm baden. Ganz ruhig, Schlaubi. Da kommt Papa Schlumpf. Gleich ist es vorbei mit der Schweinerei. Hast du Hefti gesehen? Wir wollten uns hier treffen mit dem verhexten Singvogel. Hier bin ich, Papa Schlumpf. Wir konnten den Vogel nicht finden, den sie in einen Schmetterling verwandelt hat. Aber den verzauberten Frosch haben wir. Gleich gibt's einen großen Knall, Hefti. Dann wird der Frosch in einen Singvogel zurückverwandelt. Ich fürchte mich so sehr, wenn's knallt. Ich brauche eine frisch gepflückte Eichel für die Entzauberung. Fürchti, klettere bitte auf den Baum und wirf mir eine runter. Von ganz da oben? Ich mach das, Papa Schlumpf. Nein, ich denke, das wird für Fürchti eine sehr gute Erfahrung sein. Eine gute Erfahrung? Papa Schlumpf will ihm helfen, dass er seine Angst verliert. Das wäre doch sehr gut. Ich finde das gar nicht gut. Sei ganz vorsichtig, Fürchti. Achtung, auffangen! Gut gemacht. Hefti, bitte entferne die Kappe von der Eichel und gib sie mir. Zuerst wollen wir es mit dem Frosch probieren. Hat geklappt. Komm, Schlaubi, jetzt bist du dran. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich, Schlumpf Schlaubi, habe noch nie so eine unangenehme Situation durchgemacht wie die, in welche du mich gebracht hast. Durch deinen bösen Zauberspruch. So jung und schon so gemein. Sie kann gar nicht gemein genug sein. Endlich hat sie etwas gelernt. Lauf ganz schnell weg. Spiel dich nur nicht so auf, du alte Gewitterhexe. Wartet! Verflucht, Papa Schlumpf ist mir entkommen. Oh je, was für eine riesige Hexe. Und Papa Schlumpf ist der Meinung, das wäre eine sehr gute Erfahrung für mich. Der arme Fürchti, sie hat ihn erwischt. Papa Schlumpf, ich weiß genau, du kannst mich hören. Ich erwarte dich bei der Hexenschule und rate dir, dich zu ergeben. Sonst wirst du dieses Kerlchen niemals wiedersehen. Papa Schlumpf, Hilfe! Wir müssen Fürchti retten. Ist das Schlaubi, Papa Schlumpf? Den Zauberspruch einer kleinen Hexe rückgängig zu machen, ist ziemlich einfach. Aber bei einer alten Hexe, da wird es schwierig. Ich brauche die eine Seite aus ihrem Hexenbuch. Hefti, du und Schlumpfine, ihr nehmt Federchen und sucht einen Weg, wie ihr in die Hexenschule kommt, ohne gesehen zu werden. Ich reite mit Brenda. Gute Idee, Papa Schlumpf. Ich suche inzwischen für Schlaubi ein paar Regenwürmer. Ja, komm, Papa Schlumpf. Komm nur und flieg in deine Falle. Ja, so ist's gut. Hier erwartet dich die Meisterin.
Ich werde dir zeigen, was ich alles kann. Perfekte Landung. Hat prima geklappt, finde ich auch. Ja, ja, ja. Und was lernen wir heute, meine lieben Kleinen? Dass das Böse viel stärker ist als das Gute. Das ist unsere Chance. Oh, bin ich froh, euch zu sehen. Beeilt euch. Hier ist die Seite, die Papa Schlumpf braucht. Pass auf. Oje, wie soll ich hier bloß runterkommen? Ich denke, dir muss ganz schnell was einfallen. Denn gleich werde ich den Baum in eine Schlange verwandeln. Ah! Ah! Alles in Ordnung, Papa Schlumpf? Ja, Brenda. Das war ein guter Zauberspruch von dir. Sie ist ganz nass. Jetzt wird sie für ein ganzes Jahr ihre Zauberkraft verlieren. Irgendwann krieg ich dich, Papa Schlumpf. Sobald ich meine Hexenkräfte wieder hab. Jetzt hab ich auch noch eine Influenza. Lasst mich zuallererst und generell einmal festhalten, dass ich diese schreckliche kleine Hexe für den Rest ihres Aufenthaltes in unserem Dorf nicht vor meinen Augen haben will. Das kann man mir einfach nicht zumuten. Als Huhn war er viel netter. Und was wird jetzt aus dir, wo du nun doch keine böse Hexe geworden bist? Ach, Schlumpfine, ich werde um die Welt reiten und nur noch Gutes tun. Jetzt, wo Papa Schlumpf es mir beigebracht hat. Brenda, das ist der Vogel, den du in einen Schmetterling verwandelt hast. Das ist die beste Gelegenheit, nochmal allen zu zeigen, dass du eine gute Hexe geworden bist. Sehr gern, Papa Schlumpf. Mach ich. Bitteschön. Das war sehr gut, Brenda. Wirklich meisterhaft. Ich weiß nicht weiter, was soll aus uns werden? Wir müssen betteln gehen, um nicht zu verhungern. Tut mir leid. Wer kann das bloß sein? Hallo? Hallo, ist da jemand? Hm? Was ist das? Obst, Gemüse. So ein Glück, wir sind gerettet. Oh, macht das Spaß, Glücksfee zu sein? Jetzt will ich aber weiter. Mal sehen, wen ich noch beglücken kann. Liebe Schlümpfe, morgen ist das große Schlemmerfest für alle Dorfbewohner. Das ist mein Lieblingsfest. Wie ihr alle wisst, feiern wir jedes Jahr dieses Fest, wobei jeder Schlumpf sein Lieblingsgericht kocht und es dann mit allen Schlümpfen teilt. Ja! Yeah! Ist das nicht riesig aufregend? Wisst ihr schon, was ihr kochen werdet? Ein Kartoffelauflauf. Regenbogensorbet. Schlumpfbeerenüberraschung. Sagst du mir auch, was du zum Fest kochen wirst, Torti? Wird nicht verraten. Ich gehe jetzt in den Wald und muss dort die geheimen Zutaten noch suchen. Also dann, bis später. Oh, ach, na sowas. Jemand hat sein Körbchen vergessen. Ich möchte wissen, wem das wohl gehört. Ah! Also, was soll denn das? Das ist gemein. Da kommt jemand. Morgen wird mein unkrautgepökelter Schlumpfkuchen der Knüller des Festes sein. Entschuldige bitte. Wer war das? Ich war das. Wer bist du? Ich bin Brunilda, die gute Fee. Sieht so aus, als ob du in Gargamels Schlumpffalle geraten bist. Warte, ich befreie dich. Ach du meine Güte, alles in Ordnung? Ganz fabelhaft. Du bist ein so liebes Karlchen, du darfst dir etwas von mir wünschen. Was kannst du denn ganz besonders gut? Ich kann wunderbares Essen zaubern. Wirklich? Ich auch. Ich bin von meiner Kochkunst begeistert. Also eine Kleinigkeit zu essen. Hier ist es. Ist ja wirklich winzig klein. Was ist das? Das ist ein magischer Breitopf. Immer wenn du hungrig bist, brauchst du nur die magischen Worte zu sagen. Lieber Topf, ich wünsche herbei den erdbeersüßen Zauberbrei. Der Topf wird so viel Brei kochen, wie du dir nur vorstellen kannst. Ist ganz köstlich. Na klar, ist ja auch ein altes Familienrezept. Und wenn du genug gegessen hast,
Dann brauchst du nur zu sagen, lieber Topf, dank für den Zauber. Ich mach dich jetzt gleich wieder sauber und hört auf zu kochen. Oh, Schreck, wenn das die anderen Schlümpfe sehen. Das ist aber ein besonders schöner Strauß, Schlumpfine. Oh, vielen Dank, Papa Schlumpf. Hey, Freunde, seht mal, was ich habe. Was soll denn das sein? Das ist ein magischer Breitopf, Schaubi. Ein magischer Breitopf? Na klar, passt auf. Lieber Topf, ich wünsche herbei den erdbeersüßen Zauberbrei. Oh. Sehr erstaunlich. Schmeckt gut. Woher hast du ihn, Torti? Eine gute Fee hat ihn mir gegeben. Jeder Schlumpf kann davon nehmen, so viel er will. Ich muss mich jetzt um mein Festessen kümmern. Der riecht schon so lecker. La la, plom 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 plom. Komm rein! Dein magischer Topf ist sehr interessant, aber er lenkt uns furchtbar von der Arbeit ab und es gibt noch so viel zu tun fürs Fest. Tut mir leid, Schlumpfine. Stell ihn dorthin. Oh, er ist ganz fantastisch. Darf ich noch etwas haben? Und ich? Und ich? Oh nein, so werde ich nie fertig bis morgen. Puh, was für ein Tag. Ich hab's schon fast nicht mehr geglaubt, dass mein Kuchenknüller noch pünktlich fertig wird. Ich kam gerade vorbei und wollte nur mal fragen, ob du nicht zufällig... Nein, heute gibt es keinen Brei mehr. Komm morgen wieder. Nicht gerade sehr freundlich von ihm. Ich wollte nur noch etwas Brei haben, aber wenn er sich so anstellt, dann soll er doch in seinem Brei baden. Mir macht das gar nichts aus, wenn Torti sich selbstsüchtigerweise weigert, etwas von seinem köstlichen Brei abzugeben. Obwohl Papa Schlumpf immer sagt, dass Schlümpfe alles miteinander teilen sollen. Aber davon hat Torti noch nichts gehört. Oh nein, er nicht. Also wenn ich so einen Topf hätte, wäre es ganz selbstverständlich, dass jeder Schlumpf genug Brei bekäme. Moment mal. Ja klar, natürlich. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Ich tue ihm damit wirklich einen Gefallen. Er ist eben nicht reif genug, die volle Verantwortung für einen magischen Breitopf zu übernehmen. Sie werden bestimmt alle sehr zufrieden sein und ganz besonders ich. Ah, da ist er ja. Also, mal sehen, wie das Ding funktioniert. Wie war der Spruch? Ah ja, ich erinnere mich genau. Lieber Topf, ich wünsche herbei den erdbeersüßen Zauberbrei. Wer feiern will, darf auf keinen Fall einen leeren Magen haben. Lieber Topf, ich wünsche herbei den erdbeersüßen Zauberbrei. Hey, was ist los? Hast du mich nicht gehört? Ich sagte, lieber Topf, ich wünsche herbei den erdbeersüßen Zauberbrei. Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss mal nachsehen. Hilfe! Ich hab mich eingeklemmt! Wo bin ich? Au! Helft mir doch! Hab keine Angst! Ich bin's, Torti! Sitzen denn alle Schlümpfe auf ihren Ohren? Hilfe! Ich kann mich nicht erinnern, jemals ein so köstliches Frühstück gehabt zu haben. Nicht einen Löffel kriege ich mehr runter. Ah, das ist genug, lieber Breitopf. Nein, nichts mehr. Danke. Ich sagte, es ist genug. Oh nein, wie stellt man dieses Ding ab? Oh nein! Ah! Oh bitte, kleiner Breitopf, hör auf! Hör doch bitte auf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Schlaubi, was ist los mit dir, abgesehen davon, dass du total bekleckert bist? Es ist furchtbar, ganz furchtbar. Der Breitopf kocht immer weiter. Ich habe schon alles versucht. Wir müssen ganz schnell Torti finden. Er ist der Einzige, der den Topf stoppen kann. Eine Katastrophe. Da muss sofort was geschehen. Hilfe, so helft mir doch! Ich hasse Erdbeerbrei. Was sollen wir tun? Tja, wir müssen das Dorf evakuieren. Schlaubi, du kümmerst dich um das Baby. Ja, Papa Schlumpf. Oh nein, meine Aufzeichnungen werden ruiniert. Jerky, ich muss meine Aufzeichnungen retten. Kümmere du dich ums Baby. Hey, Toulouse, kümmere du dich um das Baby. Ich muss meine Überraschungen retten.
Clumsy, ich muss meine Meisterwerke retten. Nimm du das, Bibi. Mach ich. Was soll ich machen? Was ist denn ein Bibi? Oh je, das ist ja schrecklich. Weiß irgendjemand, wie das alles angefangen hat? Nun ja, also ich machte ein kleines Experiment. Papa Schlumpf, wo ist unser Baby? Schlaubi, wo ist denn unser Baby? Keine Ahnung, ich gab Jokey den Auftrag. Ich gab ihm den Auftrag. Und ich Clumsy. Wo ist das Baby? Baby? Oh, jetzt verstehe ich. Du meinst das Baby. Wir müssen unser Baby suchen. Oh Mann. Unser Baby. Mein armes Baby. Ist alles meine Schuld. Bibi Schlumpf, oh schön. Wie bist du da bloß aufgekrabbelt, Baby? Meine lieben Schlümpfe, wir müssen ganz schnell Torti finden. Er ist der Einzige, der diesen Brei stoppen kann. Jokey, Harmonie, Schlumpfine. Ja, Papa Schlumpf. Ihr sucht Torti. Wir anderen müssen den Brei eindämmen. Jeder Schlumpf schnappt sich eine Schaufel. Hilfe! Hört mich denn keiner? Hilfe! Oh, ich kann wieder helfen. Wen haben wir denn hier? Na sowas. Danke. Vielen, vielen Dank. Trifft sich gut. Du bist genau der Schlumpf, den ich gesucht habe. Mich? Warum? Gleich hinter dem Wald ist ein großes Waisenhaus. Es gibt da so viele hungrige Kinder. Und ich frage mich, ob du den Breitopf wohl zurückgeben würdest, damit die Kinder ihn bekommen. Ich würde ihn dir sehr gerne geben, aber er funktioniert überhaupt nicht mehr. Aber das ist nicht der Topf, den ich dir gab. Torti, komm schnell! Dein Topf überschwemmt das ganze Dorf mit rosa Brei. Na los, Beeilung! Mir nach! Der Topf ist in Schlaubis Haus. Los, Torti! Lieber Topf, dank für den Zauber. Ich mach dich jetzt gleich wieder sauber. Na, er hört auf. Tut mir leid, dass ihr mit dem Topf Probleme hattet. Aber im Waisenhaus wird er ganz bestimmt eine große Hilfe sein. Davon bin ich überzeugt, Genilda. Danke, liebe Schlümpfe. Die Kinder werden sich sehr freuen. Aber jetzt muss ich wieder gehen. Auf Wiedersehen! Wiedersehen! Sieh dir das an, Papa Schlumpf. Der Festtagsschmuck ist ruiniert. Aber wenigstens haben wir jede Menge Brei. Ja, den verdanken wir Schlaubi. Mir fällt gerade ein, dass ich auf der Stelle ganz, ganz schnell was sehr Wichtiges erledigen muss. Und deshalb gehe ich sofort. Schlaubi, ganz abgesehen davon, dass es falsch war, Tortis Topf zu nehmen, solltest du niemals etwas beginnen, was du nicht beenden kannst. Tut mir sehr leid, Papa Schlumpf. Schön. Nun wirst du das alles hier wieder beseitigen. Aber Papa Schlumpf, ich kann unmöglich... Keine Widerrede, Schlaubi. Ich helf dir, Schlaubi. Ganz nebenbei bemerkt, ich hab noch nicht einmal gefrühstückt.